Wir machen mal eine Erweiterung zu dem letzten vorhergehenden Selbstgespräch, diese Apokalypse der eigenen menschlichen Dummheit. Dass wenn du mit Tatsachen, mit wirklichen Tatsachen arbeitest, löst sich jegliche Form von religiöser und naturwissenschaftlicher Wahn auf. Ich sage immer wieder, gerade die Naturwissenschaft ist ja die Weltreligion. Da weise ich seit 30 Jahren hin, das ist das unbewusste chronologische Denken. Und dass der menschliche Geist so entgeistigt ist, so verdummt ist, und man darf jetzt einen Gedanken nicht verwechseln, ein Gedanke ist kein Geist, ein Gedanke ist eine Information. Das ist einmal die erste große Erkenntnis. Da öffnet sich eine Tür, ein Verständnis für Sachen, dass man nur noch kopfschüttelnd ist im Angesicht dessen, was angeblich weise Menschen oder gescheite Menschen von sich geben. Gleichgültig, ob das jetzt Philosophen sind, ich betone das immer wieder, ob das Mediziner sind, ob das Wissenschaftler sind, dass der Geist, den Geist, den ich das jetzt erzähle, mit einer hundertprozentigen Sicherheit bewusst wird, wie unendlich geistlos diese Figuren sind, die er zu sehen bekommt. Und ich sage, es sind einfach alles Existierende, da steckt das Tier schon drin, so mit Lebewesen. Und ich zeige dir das jetzt einmal an einem Beispiel, und ich habe ja immer versucht, hier extreme, absolut extreme Vereinfachungen zu machen. Und eins dieser Beispiele, wo ich, was ich nicht hunderte Mal, ich betone das übrigens immer absichtlich, wenn du lange Zeit alle Selbstgespräche studierst, wirst du feststellen, dass ich immer sage, hunderte Male weise ich auf darauf hin, mein berühmtes Zeichen, ein Quadrat mit drei Strichen. Wo der normale Mensch beim ersten Mal sagt, es geht nicht, bis er die Lösung hat, und dann macht er, bin ich denn vorhin neben mir gestanden, ich habe bloß nicht richtig zugehört. Wir schauen uns das jetzt einmal mit der Quantenmechanik an. Und gleich parallel dazu zeige ich dir, dieses Nomen est Omen, im Namen liegt die Vorbedeutung, ist eigentlich nur eine lateinische Ausdrucksform für den Satz, im Anfang war das Wort. Alles, was geworden ist, ist Wort. Und wir, bewusster Geist, wissen jetzt, dass wir zuerst einmal immer zwei Anschauungsarten haben. Ein Wort kann etwas sein, was du siehst. Das ist das geschriebene Wort. Dann wird es eine optische Wahrnehmung, gleichgültig, ob ich mir jetzt das nur denke auf einer Tafel oder ob ich das auf der Farbbrille habe, wie ich das nenne, ob es ein sinnlich wahrgenommenes Wort ist in Bezug auf Schriftzeichen, und es ist ein Geräusch. Und diesbezüglich sind alle Geräusche eigentlich Worte. Das ist teilweise sehr komplex, weil mir mal ja eine ganze Kiste habe. Ich sage immer, wenn du zum Beispiel Fiep, Fiep hörst, denkst du an einen Vogel, und dann kommt ein anderes Geräusch und dann denkst du an ein Rasenmäher. Oder du denkst an ein Auto oder an ein Motorrad oder an eine Türklingel oder an eine Kirchenglocke. Und interessant ist, wo ist jetzt der Unterschied, ob ich jetzt das Wort Kirchenglocke ausspreche, das Wort Kirchenglocke hinschreibe oder du hörst Gong, Gong, Gong. Das ausgesprochene oder gedachte Wort Kirchenglocke, rein akustisch gesehen. Jetzt kommt der Folger dazu. Den schalten wir jetzt gleich. Morgen, Folger. Moin. Wir haben gerade eine Aufnahme laufen. Das passt nämlich genau zu dem, der hat sich immer, das ist ja mein Spezialist hier gerade für physikalische Sachen, er hat sich sehr bedankt für das letzte Selbstgespräch. Und ich mache jetzt da nochmal einen drauf. Ich fange gleich weg. Also dieses Geräusch ist jetzt, ob ich das Geräusch Kirchenglocke höre oder ich höre Gong, Gong, Gong. Ja, aber das ist doch anders. Ich sage, das ist dasselbe, bloß in einer anderen Sprache. Das ist nur eine Frage der Auslegung. Das heißt, jedes Geräusch kann ich auch in Buchstaben ungefähr darstellen. Und eine elementare Erkenntnis in Holofeeling ist, wenn du jetzt in die Welt der Geräusche gehst, das heißt in das ausgesprochene Wort, wenn etwas gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Egal in welcher Sprache der Welt. Und jetzt ist die Sprache der Natur ist auch eine Sprache. Diese Geräusche, wenn ich jetzt sage, das ist natürlich etwas komplexer, aber wir können das ja mit Lautwesen, ich sage mal so in der Comicsprache, können wir das ja etwas darstellen. Aber da will ich jetzt nicht so weit reingehen, was ich dir jetzt zeigen will. Wir waren bei diesen Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen, und dann bei jedem Mal, wenn ich dieses Beispiel erkläre, sage ich, wenn du das das erste Mal hörst, das ist wichtig, dann sagst du zuerst, das geht nicht. Zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Wenn du genau zuhörst,
Ich betone immer wieder, es ist logisch, ein Quadrat braucht man vier Striche. Es heißt aber nicht, dass ein Quadrat aus drei Strichen bestehen soll, sondern es heißt, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Also nicht sagen, das geht nicht, sondern fragen, wo soll ich die drei Striche hinmachen? Und jetzt kommst du in eine Vielfalt, sag ich. Und jetzt kommt eigentlich meine OP-Lösung. Der wesentliche Satz folgt jetzt. Ich sage, alle Probleme, deine ganz persönlichen Probleme plus die Probleme der ganzen Menschheit, die du dir ausdenkst, weil das nämlich deine Probleme sind. Weil wir wissen, Menschheit ist jetzt nur ein Geräusch. Und dein Programm erzeugt mit der Wort Menschheit zuerst einmal den Gedanken an einen Ordner. Ich sage in meiner Computermetapher, die ich im vorhergehenden Selbstgespräch besprochen habe, an was denkst du bei dem Wort Menschheit? Und dann sollen meistens dazu ja so 8 Milliarden sterbliche Menschenaffen auf einer Erdkugel. Das sind aber wieder bloß Gedanken. Das heißt, du kriegst nur deine eigenen Informationen zu sehen und jetzt wissen wir, dass ein Problem ist etwas Vorgelegtes. Das ist so die Kleinigkeiten für einen Folger. Mir raumzeitliche Geschichte. Wir fahren zur Post schnell und dann sage ich zu Nadja, schau mal dahin, was ist das? Und dann deute ich hier, da ist unser Weißenbrücher, das alte Schulhaus und das vorne ganz große alte Schulhaus ist eine Uhr. Und ich sage, Nadja, was ist das? Sie schaut dann, weil sie nicht weiß, was ich will. Und dann sage ich, ja, das da oben, was ist das? Und dann sagt sie, ja, Uhr. Und dann sage ich, nein, das ist jetzt dein Problem. Das vorgelegt. Das ist das, was du schaust. Jeder Moment, der in dir auftaucht, jede Gedankenwelt ist dein Problem. Das Vorgelegte. Darum heißt es auch dann, wenn wir dann tiefer reingehen in die Etymologie, das Vorgebirge und jetzt kriegst du schon unsere Gedankenwelt. Und all die Probleme der Menschheit lassen sich so leicht lösen, wie sich jedes Problem lösen lässt. Jetzt kommt ein Satz aus den Offenbarungen: Versuch nie ein Problem zu lösen, solange du ein Problem lösen willst, denkst du an das Problem. Sondern löse dich vom Problem, denk einfach an was anderes. Du wirst aber als träumender Geist keinen Einfluss mehr drauf haben. Weil du das ständig träumst und jetzt kommt das, was du hast, hast du. Hassen und haben, denk an das B, ist gleich wieder scharfes S bei uns im Holo-Feeling. Das, was du hast, hast du. Und das, was du nicht haben willst, hast du auch. Weil solange du was nicht haben willst, musst du zwangsläufig an das denken, was du nicht haben willst. Wenn du was loshaben willst, denkst du ständig an das, was du loshaben willst. Was du behalten willst, an das denkst du auch immer wieder. Das löst dich zwar, aber es wird immer wieder kommen und jetzt kommt die erste Erkenntnis. Alles, was du willst und was du nicht willst, wird sich ständig in dir wiederholen, solange bis dir das vollkommen gleichgültig geworden ist. Da liegt die komplette Weisheit der Welt in diesen Sätzen. Und der Grundmetapher ist schlichtweg und einfach, ich muss erkennen, dass ich, Geist, nur meine eigenen Informationen zu sehen bekomme. Sobald ich mir einen anderen denke, dann wird der das denken und sehen, was ich mir denke. Dann ist nämlich das, was ich mir denke, was jetzt der Folger sieht oder die Nadja sieht, ist ein reiner Gedanke, weil für mich jetzt auch der Folger und die Nadja und immer dran denken, ich bin du, ich bin der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Ich kann jetzt auch sagen, der Udo, egal was ich mir jetzt denke, was die sehen, zuerst einmal die drei Personen, denke ich mir, die sind in meinem Kopf und ich denke mir jetzt zusätzlich in diese Köpfe noch was rein, was die angeblich sehen, wenn sie jetzt durch die Augen rausschauen, zumindest am Monitor. Ist alles unheimlich logisch. Das ist das, was ich sehe und ich muss jetzt nur Cut machen und schauen, was sehe ich. Ich habe jetzt vor mir den Monitor mit diesen drei Pixelmännchen. Und die sind nicht da außen selbst. Jetzt die Menschen, die ich mir denke, sind in meinem Kopf. Natürlich auch nur dann, wenn ich sie denke, aber im Hintergrund ist immer alles gleichzeitig da. Das wiederhole ich immer wieder und wenn du das vergisst, wirst du leiden. Das ist jetzt keine Drohung. Ich sage nochmal, ich mache dir Tür auf. Es wird sich massiv alles in deiner Welt verändern. Jetzt maßgeblich, nur meine absolute Wendezeit. Entweder bleibst du auf der alten Spur, dann spielst du das Spiel weiter, so wie du es bisher gespielt hast. In diesem unbewussten Denken oder du fängst an, bewusst zu denken. Weil das Bewusstsein in dir wächst. Etwas, was du selbst bist, was du vergessen hast, was du bist, wird immer wache in dir und das ist das eigentliche Erwachen. Und der höchste Zustand des Erwachens ist schlichtweg und einfach, sich jeden Moment bewusst zu sein, dass man jetzt schläft und träumt.
Jetzt sind wir wieder in der Weisheit der Alten. Diese alten Sprüche. Wenn du weißt, dass du jetzt schläfst und träumst und alles, was du erlebst, sich nur in deinem Kopf abspielt, natürlich in den roten Kopf, dann bist du wach. Und wenn du jetzt glaubst, dass du einer von vielen bist, auf einer Erdkugel oder auf einer Scheibe, egal was du auch glaubst, und du mit der Welt, die du dir ausdenkst, das heißt, du mit deinen eigenen Gedanken nicht das Geringste zu tun hast, dann schläfst du. Und das ist ein Satz, der hat es extrem in sich. Und jetzt sei mal ganz ehrlich, jetzt sage ich wieder Cut, jetzt schau in dich rein und mach dir bewusst, was du wirklich glaubst. Glaubst du noch, dass wenn du jetzt irgendwas denkst, aufgrund von Worten, wenn du eine Zeitung liest, aufgrund von Geräuschen, wenn du was hörst, Worte hörst oder siehst, dass das, was du jetzt aus den Worten für Vorstellungen in dir aufbaust, ganz subjektiv von dir erschaffene Vorstellungen aus Worten, dass du mit diesen Dingen, die du jetzt denkst, nichts zu tun hast? Und merkst du jetzt, was ich damit meine? Wenn man das erste Mal hört, ist es wie Zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen. Das erscheint unmöglich, unglaublich. Und wenn ich dir die Lösung zeige, ist es so kindgerecht, dass das selbst ein Sechsjähriger einzieht. Die Jahreszahlen meine ich jetzt nur in deiner jetzigen Vorstellung von intellektuellem Wissen eines Trockennasenaffen eines Menschen, dass der Intellekt eines Sechsjährigen ausreicht, um sofort zu überprüfen, dass das hundertprozentig sicher ist, was ich jetzt sage. Und jetzt zeige mir die Elite und die Weißen deiner Welt. Jetzt unterhalte dich mit in deiner Traumwelt als Brüssel und der Brüssel mit deinen Verwandten, mit deinen Freunden und so weiter und so weiter. Und du wirst entsetzt, absolut entsetzt sein, dass die das absolut ablehnen, das zu glauben. So, und jetzt übertrage ich einmal den Bildschirm. Und jetzt machen wir hier nochmal einen kleinen Nachschlag zu dem vorherigen Selbstgespräch. Und zwar geht es mir hier, das ist jetzt so ein Videokanal und da heißt jetzt einfach entsteht ein Messwert erst im Augenblick der Messung. Dieses Pixelmännchen, wir hören jetzt einfach einmal zu und ich erkläre es hier. Da geht es um die Nobelpreis, um die Verschränkung wieder 2022 von unserem Zeilinger und wie sich das aufbaut und den Typen, den wir uns hier aufgrund diesen Charakter, den wir uns ausdenken, ist ein absoluter Fan und Befürworter der Quantenmechanik. Und immer daran denken, ich sage, du wirst nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich sage zuerst einmal, wenn was in dir auftaucht, dann ist es. Aber lass dich jetzt einmal überraschen, was jetzt für Aussagen kommen. Das ist der absolute Konsens, wenn irgendwelche Physiker in dir auftauchen. Ich behaupte, jede äfft einfach nur geistlos nach. Das Selberdenken ist in deiner Welt überhaupt nicht gefragt. Herzlich willkommen. Öfters schon wurde ich gefragt, wieso haben unbeobachtete Quantensysteme keine Eigenschaften? Oder, was ja gleichbedeutend ist, wieso haben sie alle denkbaren Eigenschaften gleichzeitig? Wieso existieren sie in einer Superposition all dieser Möglichkeiten? Das ist schon interessant. In dem Moment, wo ich von unbeobachteten Quantensystemen spreche, denke ich an was? An was denke ich, wenn ich an unbeobachtete Quantensysteme denke? Ich denke einfach nur die Worte unbeobachtete Quantensysteme. Und jetzt, wenn ich an Teilchen denke, dann denke ich zuerst einmal nur das Wort Teilchen. Wenn ich jetzt versuche, ein Bild davon zu machen, ja, wie stelle ich mir ein Teilchen vor? Meistens macht man Kügelchen. Aber jetzt kommt diese Superposition, du musst es auf dich wirken lassen. Ich gehe mal da ganz kurz nochmal zurück. Eigenschaften. Oder, was ja gleichbedeutend ist, wieso haben sie alle denkbaren Eigenschaften gleichzeitig? Wieso existieren sie in einer Superposition all dieser Möglichkeiten? Das ist schon ein Widerspruch in sich selber. In dem Moment, wo etwas existiert, existiere nochmal heißt heraustreten und auftauchen, dann ist es einfach hier und jetzt. Und diese ganzen Möglichkeiten, wo die existieren können, räumlich oder zeitlich, die entstehen erst in dem Moment, wo ich mir diese oder jene Möglichkeit denke, dass es entweder dort ist oder dort ist. Weil für mich existiert immer nur der Gedanke, der hier im Moment jetzt da ist. Darum sage ich immer wieder Cut. Es ist ganz wichtig, wenn du in das ewige Hier und Jetzt, das ewige Leben bewusst dein
eigenes ewiges Leben bewusst selbst erleben willst, dann musst du dir zuerst einmal bewusst machen, was jetzt da ist. Und alles, was jetzt da ist, in Form da, blau gelesen, geöffnete Schöpfung oder geöffneter Augenblick, 470, das ist ja dein Wissen. Du kannst immer nur dein Wissen anschauen. Und ich definiere jetzt einmal das, Wissen ist das, was du jetzt überprüfen kannst. Deine jetzige Information ist das Einzige, was jetzt gewusst werden kann. Sprich, angeschaut oder erlebt werden kann. Das ist immer eine winzige Facette aus einem größeren Wissen. Das ist die Weisheit, wo alles gleichzeitig da ist. Das ist das, was ich immer wieder sage. Jede kleine Spritze, die aus dir auftaucht, ist letztendlich ein kleines Element in einer Datei, was du anfokussierst. Da bin ich reichlich drauf eingegangen. Es wird nie was aus einer Datei herausgenommen, wenn du in... Wir sagen zwar, wir haben eine Datei im Arbeitsspeicher und dann taucht ein Bild auf dem Monitor auf, aber genau genommen schaust du, wenn du in ein Fotoalbum reinschaust, wir sagen, das ist ein Fotoalbum und da sind viele Bilder drin und die kategorisieren wir jetzt zum Beispiel als Küche und jedes Bild, das du anschaust, ist in den Ordner drin. Du schaust eigentlich nur in eine Ordnerstruktur hinein, aber jetzt wird es spannend. Wieso entsteht ein Messwert erst im Augenblick seiner Messung? Wieso entsteht ein Messwert erst im Augenblick seiner Messung? Und jetzt Entschuldigung, ich bin jetzt mal wieder etwas derf. Dieser Honk sollte einfach in irgendeiner Art und Weise, und da meine ich jetzt jeden Wissenschaftler, ist die Frage, wieso entsteht ein Gedanke eigentlich erst in dem Moment, wo ich ihn denke? Das ist das, was ich mit dem Quadrat mit drei Strichen meine. In dem Augenblick, wo ich dich darauf hinweise, wird dir das so einleuchten. Er stellt sich eine Frage, die so unendlich geistlos ist. Du musst nur wissen, dass das, was die Messung nennen, dass das bin ich im letzten Selbstgespräch, ist eine Dart. Das ist jetzt erst einmal Esse, auch Asse ausgesprochen. Dann kommen wir nämlich auch zur Masse. Das heißt, etwas aktivieren, du aktivierst etwas und holst aus dem Ordner jetzt, wenn wir in diesem Auftauchen bleiben, ein Ausführen, ein Machen, ein Tun, ein Verschaffen. Das heißt, du bringst etwas hervor. Aus dir selbst, aus deinem Wissen, aus deinem Intellekt holst du einen einzigen Gedanken heraus und das ist der Vorgang des Messens. M-S. Jetzt so rum, Entschuldigung, M. Das ist es, M-E-S-H, Messe. Und das ist, du bist der Aktivierende, das kommt vom Tun, vom Handeln, deine Handlung und jetzt erzeugst du durch dein Tun ein Werk und das ist deine Information. Das ist natürlich etwas künstlich Gemachtes, wobei die Kunst führt dich dann wieder zur Technik. Wenn man ins Lateinische und dann kommt jetzt hier in der Kommentar alles, kommt vom Tun, Machen, Handeln. Wir nennen das Fakten. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und das ist jetzt dieses Messe. Ich habe jetzt da Sinus hingeschrieben, weil wir dieses Sinn, dieses ist ja Shin und Sinn, links punktiert wird jetzt das Shin wird zu einem Sinn. Darum habe ich jetzt dieses Sinn funktioniert. Darum heißt es hier M Sinus He Messe 70, 300 links punktiert. Links ist umgedreht. Jetzt haben wir Messe, da haben wir jetzt den Sinus schon drin, wird zu einer Wahrnehmung. Und ich kann natürlich auch diesen Ain auch als E vokalisieren und dann haben wir hier die Masse. Und jetzt kriegst du, was ist die Masse? Masse hat nichts zu tun mit Gewicht. Und du merkst, wie da schon wieder Physik drin ist. Und man muss sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Existieren Sie in einer Superposition all dieser Möglichkeiten? Es heißt, sie existieren nicht, sondern auf der Datei sind unendlich viele Möglichkeiten und in dem Augenblick, wo du zum Messen anfängst, heißt es schlichtweg, du denkst dir aus diesen Möglichkeiten eine alleinzige heraus, das nennt man dann eine Perspektive oder auch eine These. Diese ganzen Thesen sind bloß Sichtweisen. Wieso entsteht ein Messwert erst im Augenblick seiner Messung? Das ist hochinteressant. Nochmal, wieso entsteht ein Gedanke eigentlich erst in dem Moment, wo ich ihn denke? Jetzt kommt die Schwierigkeit, dass ein ausgedachtes Messgerät, ich betone das immer wieder, ist einfach nur ein Ding, das so sein wird, wie du dir das denkst. Das Messgerät, das du dir denkst, kriegt nicht mit, dass es was misst. Was du dir jetzt denkst,
ein Messgerät, das du dir ausdenkst, kann in keinster Weise wissen, was du dir denkst, was es jetzt misst. Aber jetzt wird es interessant, dass ein Mensch, den du dir ausdenkst, der etwas beobachtet, im Prinzip nichts anderes ist. Ob du jetzt an einen Beobachter denkst oder an ein Messgerät denkst, du denkst zweimal einfach zwei Vorstellungen, zwei Informationen in dich hinein. Und ich sage jetzt ganz definitiv, wenn du ein träumender Geist bist, muss dir eins klar sein, die Sachen, die du träumst, sind immer nur, wenn du sie träumst, und die werden genauso sein, wie du sie träumst. Ich könnte jetzt Sätze für Träumen einfach denken. Alles, was du denkst, entsteht in dem Moment, wo du es denkst, und es ist genauso, wie du es denkst. Und jetzt wirst du wieder feststellen, dass es gleichgültig ist, ob du jetzt an ein Messgerät denkst oder an einen Beobachter denkst. Diese Gedanken als Ding an sich, diese Informationen können nichts beobachten, sondern sie sind so, wie du das dir denkst. Ob du jetzt denkst, dass da ein Trockennasenaffe was beobachtet mit seinen Augen und seinem Gehirn, die du dir jetzt ausdenkst, oder du denkst dir eine Kamera, die wo was beobachtet, diese Dinge werden so sein, wie du sie dir denkst. Und wieso ist er nicht schon vorher vorhanden? Wieso ist ein Gedanke eigentlich nicht schon da, wenn du ihn nicht denkst? Jetzt ist das Problem mit dem Ropi. Holofeeling löst sich das alles auf. Selbstverständlich ist alles gleichzeitig da, aber nicht existierend. Das ist wie jetzt eine jetzt ausgedachte Datei. Das ist das Beispiel, wo ich sage, jetzt, wir denken uns jetzt, du schaust dir ein Video an, und da muss jetzt da in dem Arbeitsspeicher irgendwie eine Datei drin sein, aus der diese Bilder entspringen. Diese Datei beginnt jetzt in dem Moment in deinem Kopf zu existieren, weil du dran denkst. Jetzt kannst du wieder logisch sagen, ja, die ist ja auch dann da, wenn ich nicht dran denke. Das ist schon der große Fall. Ja, wenn du an was nicht denkst, ist es zwar da, aber in dem nicht existierenden Bereich. Existierend ist nur das, was heraustritt, das heißt, was in Erscheinung tritt in deinem Kopf als Information. Das ist immer, wenn ich sage hier, alles gleichzeitig, Gott ist 200 Gramm rote Gnede, und das Rot steht für etwas nicht Wahrnehmbares. Und sobald die Gnede eine Form annimmt, jetzt gespiegelt gedacht an der Oberfläche, diese Form, ob das jetzt eine Tasse ist, sag einfach hier, die 200 Gramm rote Gnede sind ein Computer, wenn du auf den Computer schaust. Und sobald du die Tastatur anschaust, wird die 200 Gramm rote Gnede zu einer Tastatur. Und wenn du jetzt nur irgendeinen einzelnen Taste anschaust, die Taste 2 mit den zwei Strichchen drüber, schau die Taste 2 an mit den zwei Strichchen drüber und nochmal eine 2 daneben, je nachdem, was du für eine Tastatur hast. Das ist übrigens die hochgestellte 2. Dann wirst du feststellen, dass die nur existiert, wenn du die fokussierst. Es ist aber alles gleichzeitig, nicht da außen. Außen ist nur das, was du siehst. Das ist das Ausgedachte, das du dir vorstellst. Es ist aber alles auch innen. Und jetzt haben wir zuerst wieder die zwei Seiten. Wir haben ein ausgedachtes Außen, und zu einem ausgedachten Außen gehört ein ausgedachtes Innerhalb. Außer Haaralb, Innerhalb. Und das Haaralb ist Gott, das ist es Nichts in der Mitte. Und das Ganze spitzt sich immer nur in dem Punkt ab. Alles befindet sich in diesem einen Punkt. Das ist der Geist, der träumt. Woher wissen wir all das? Woher wissen wir all das? Woher wissen wir das? Ja, ganz einfach, du findest es auf deinem Intellekt vor, den du geistlos nachäffst. Und den hast du nie bekommen in der Schule oder irgendwann in der Vergangenheit, weil das denkst du auch jetzt. Ich sage mal wieder, dieses Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. In dem Moment, wo du ein Buch zum Lesen anfängst, ist jede Seite, die du aufschlägst, die du vorher nicht gesehen hast, ist aber schon da, bevor du sie anschaust. Aber eben nicht existierend. Existieren du die Seite deines Lebens immer nur, wenn du sie denkst. Existiert, es muss aus dir selbst heraustreten, du bist ein träumender Geist. Und darum sage ich, es ist sehr trügerisch, wenn du meinst, du könntest irgendein Wissen von außen in dich hineinschaufeln, weil das, was außen ist, ist einzig und allein nur das, was du dir jetzt ausdenkst. Und jetzt könnte ich wieder sagen, schnipp, und jetzt schau zur Tür, das sind jetzt nur Worte. Dann wirst du unbewusst schnell den Kopf drehen, schau die Türklinke an, wo war die jetzt die ganze Zeit? Jetzt ist sie eine Information von dir, eine sinnlich wahrgenommene Information in einer gewissen Entfernung vor dir angeblich da außen. Nein, ich habe jetzt bloß auf deiner Verabrede eine Veränderung durchgeführt durch dich selber, vorausgesetzt jetzt, du hast deinen Joystick bewegt, das symbolisiert jetzt deinen Kopf. Und jetzt frag dich, wo war diese Türklinke die ganze Zeit, bevor du hingeschaut hast? Die war da, auf der Datei. Aber existieren tut sie in dem Moment, wo du sie anschaust. Und das ist jetzt das Eigenartige. Wenn du das verstanden hast, kannst du die ganze Quantenmechanik in den Tonne klopfen, obwohl sie trotzdem ein bisschen stimmt.
Ich betone immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas, was in dir auftaucht, falsch oder verkehrt wäre. Es ist eine winzige Facette aus einer Kollektion, wo der normale Mensch meint, er wüsste schon irgendwas. Wie kann die Quantenphysik so etwas Ungeheuerliches behaupten? Wie immer in einer seriösen Wissenschaft muss Erkenntnis aus Experimenten kommen. So, in einer seriösen Wissenschaft muss Erkenntnis aus Experimenten kommen. Wenn wir uns jetzt die Worte anschauen, wir müssen jetzt erst einmal die Etymologie der Worte anschauen und dann ist es ganz einfach, dass dieses Wort seriös, das heißt ernsthaft, gediegen, anständig. Es gibt nichts Unseriöseres wie angebliche seriöse Wissenschaft oder seriöse Religion. Das ist die ganzen Axiome, dieses Vertrauenswürdigkeit, das hat was mit ihren ganzen Axiomen zu tun. Ein Axiom, was ist ein Axiom? Eine Glaubwürdigkeit, und da haben wir jetzt das schöne OOB. Das heißt, diese Gedankenwellen, dieses Gehirnlicht, ist die Schöpfung von aufgespannten Polaritäten. Das ist immer, wenn ich das jetzt wiederhole, will ich dir nur zeigen, A, Bu, B. Und jetzt wirst du feststellen, das ist das, was du beschwörst. Und darum ist mir so unheimlich wichtig, wie ich dich, dass du, der du mit mir in dem Zentrum bist, dir jeden Moment klar macht, kann ich das, was ich jetzt denke, was ich glaube, beschwören. Das Wort Glaube, da steckt der Zauber, das AOB. Kann ich es beschwören? Und wann kann ich was beschwören? Wenn ich sagen kann, jetzt gedacht, ich habe das, jetzt normal gesprochen, mit eigenen Augen gesehen oder am eigenen Leib schon einmal erlebt. Alles, was ich nur vom Hörensagen kenne, zum Beispiel den Osterhorst, den kann ich mir ausdenken, ein grünes Mastmännchen kann ich mir ausdenken, einen Hitler. Jetzt, wenn du in dich reinschaust, jetzt schau, was du glaubst. Glaubst du, dass da außen ein Osterhase oder ein grünes Mastmännchen irgendwo ist? Ein Schneewittchen? Glaubst du, dass da außen ein Hitler war? Oder jetzt ein Budin oder jetzt ein Udo Petscher irgendwo da außen ist? Jetzt. Und dann schau einfach, was da ist. Worte und Vorstellungen von dir, die du aufgrund von Worten aufbaust. Es ist ein vollkommen neues Denken. Und solange du Meineide schwörst, das heißt, dass du angeblich hundertprozentig sicher bist, dass du glaubst, du bist ein Zeuge dir und dass dein Körper auch dann existiert, wenn du nicht an ihn denkst. Das ist eigentlich offensichtlich, dass du dann an Meineid schwörst. Oder dass du in der Vergangenheit als Trockennasenaffen-Äffchen aus einer Matrix einer Trockennasenaffenfrau entsprungen bist. Das ist alles unheimlich logisch. Kannst du es beschwören? Es sind nur logische Konstrukte, die du vom Hörensagen kennst. Es geht nicht darum, das Ergebnis eines Experiments zu glauben. Das Experiment. Ich betone nochmal, Ex heißt heraus. Bari heißt ringsum. Alles, was du um dich herum dir ausdenkst, das geht schon los mit dem Raum. In dem vorherigen Selbstgespräch habe ich dir gezeigt, rein physikalisch, dass Raum eigentlich gar nicht existiert. Raum ist eine Vorstellung in einem Traum, der nur aufbaut auf zwei flachen Bildern. Das ist meine symbolische VR-Brille. Da werden zwei unterschiedliche Bilder werden synthetisiert und dann entsteht These, Antithese, eine Synthese, das wir jetzt als eine räumliche Tiefe wahrnehmen, die genau genommen eigentlich nur ein Produkt einer Berechnung ist. Hochinteressant übrigens für einen Folger. Das wollen wir jetzt, das ist immer in Bezug auf einen Kreis, ist jeder Punkt auf dem Kreis in zwei Seiten. Schau bitte das kleine Bild an. Mhm. Das heißt, jeder Punkt ist immer verbunden mit zwei Seiten. Denk wieder an mein 16-Eck, 32-Eck. Und wenn man das immer, ein Kreis ist eigentlich ein Unendlich-Eck. Ja. Wir sagen, ein Kreis besteht aus unendlich vielen Punkten. Und wenn ich jetzt weiß, dass das dann unendlich viele Punkte sind, sind es zwangsläufig unendlich viele Ecken. Weil ja zu jedem Punkt hat immer ein rechts und ein links. Wenn wir das auch immer kleiner machen, im Unendlichen bleibt es ein Unendlicheck. Ich bleibe mal in dieser Formulierung. Wenn wir jetzt eine Sphäre nehmen, einer Kugel, wissen wir, das Prinzip ist das gleiche. Die Kugeloberfläche besteht aus unendlich vielen Punkten, plus dass jeder Punkt dann aus drei Seiten besteht. Unser Spiegeltunnelaufbau, wenn wir den aufbauen, wenn die knicken über die Diagonalen. Ja. Man weiß oder man weiß nicht, jetzt haben wir lauter kleine Katzenaugen. Dann ist jeder Punkt ein Katzenauge und jedes Katzenaugenpunkt ist eigentlich genau genommen eine verspiegelte hohe Kugel.
Ich weiß, der Volker kann mir jetzt folgen, andere können mit den Worten gar nichts anfangen, aber das ist mal vollkommen gleichgültig. Bloß jetzt für dich der Tipp, das heißt also, wir brauchen für die dreidimensionale Sicht, brauchen wir noch den Moment dazu. So wie jetzt der dreidimensional vorgestellte Raum in der Kamera, in diesem Gewölbe, in das du reinschaust, das ist ja nur dein aus dir herausragendes Gesichtsfeld. Wenn du auf einer Brille aufsitzt, wird dann immer gesagt, wie groß ist eigentlich vertikale und horizontale Blickwinkel? Du hast die Vorstellung einer Tiefe, aber genau genommen ist hier an den zwei Monitoren ist Schluss. Was passiert jetzt, wenn wir jetzt imaginär uns nochmal eine dritte Dimension denken? Das ist These, Antithese, Synthese. Wenn wir sagen, aus zwei entsteht der dreidimensionale Raum, dann macht der dritte die Zeit dazu. Ja. Praktisch zwei dreidimensionale Räume, die aber genau genommen eigentlich nur ein aller einziger vorgestellter Raum sind. Das andere verschiebst du nur in der Zeitachse. Da müsste ich jetzt hier reingehen in das Koordinatensystem von Stephen Hawking, das natürlich eine riesen Sackgasse ist. Wenn ich dir müsste, ich bitte hersuchen, das machen wir jetzt nicht. Es stimmt alles, es geht immer um die Interpretation, wenn du hier Stephen Hawking und Rosen, wenn du da Roger Bendros, die zwei, gibt es ganz tolle wissenschaftliche Bücher, die reden dann von sogenannten Flächenräumen. Um das einigermaßen darstellen zu können, wird eine Dimension weglassen, dann hast du einen Flächenraum und dann wirst du feststellen, dann zeige ich dir in diesen Diagrammen genau, dass das eine riesen Sackgasse ist in der Vorstellungswelt, die du wieder aufpasst aufgrund von geistlos nachgeäfften Wissen. Und genauso ist es in der Religion. Wenn ich gehe mit dem einseitigen, nur grammatikalisch verkopften Wissen, anstatt einfach sich einfach den Ursprung, einfach die Zeichen anzuschauen und die Symbolik der Zeichen zu verstehen. Aber jetzt schauen wir mal in dieses Omen, Nomen ist Omen. Wenn wir hier die Namen jetzt anschauen, passt du mal auf, was da passiert. Ein Messergebnis ist eine Tatsache. Ein Messergebnis ist eine Tatsache. Nochmal, esse heißt tun, machen, handeln. Messen heißt, dass du der Aktivierende bist. Das Faktum, die Tatsache besteht darin, dass du jetzt an was denkst. Das ist ein Messvorgang, wo du auch Masse erzeugst. Masse ist aber, hat noch nichts mit Gewicht zu tun. Das ist ein Faktum. Behaupte ich jetzt, dass der nicht recht hat? Er weiß bloß nicht, was er spricht. Aber wie sollte eigentlich ein Gedanke von mir, ob das jetzt der Mensch oder das Pixelmännchen ist, das ich mir ausdenke, woher sollte der wissen, was er spricht? Es ist einfach nur ein Gedanke. Die Falle besteht darin, wenn ich jetzt meine, er wüsste was, was ich nicht weiß. Ein Mensch, den du träumst, kann immer nur das in deinem Traum äußern, was du träumst. Ein Messergebnis, eine Beobachtung ist immer abhängig vom Beobachter. Ja. Wenn ein Baum in einem Wald fällt und niemand da ist, um ihn zu hören, macht er dann ein Geräusch? Bischof Bergele, altes Beispiel. Wenn ein Baum in einen Wald umfällt, macht er dann ein Geräusch. Ich sage, existiert überhaupt ein Baum, wenn keiner da ist, der sich am Baum ausdenkt? Existiert eigentlich der Denker, wenn keiner da ist, der sich den Denker ausdenkt? Das wäre jetzt übrigens das Messgerät. Ein Messgerät beobachtet was. Ein Denker beobachtet, ein Beobachter beobachtet etwas. Aber sobald du an einen Beobachter denkst, ist das ein Gedanke von dir. Sobald du an einen Denker denkst, ist es ein Gedanke von dir. Und die Sachen existieren nur, wenn du sie denkst. Die Antwort auf diese Frage mag dich in der heutigen Folge vielleicht überraschen. Und wenn nicht sogar verwirren. Und wenn jemand da ist, um es zu hören, wenn du der Meinung bist, dass dies offensichtlich ein Geräusch erzeugt, musst du vielleicht deine Meinung ein wenig ändern. Wissenschaftler haben ein neues Paradoxon in der Quantenmechanik gefunden. Ja, die Quantenmechanik. Nochmal Paradoxon. Para heißt neben mir, ausgedachterweise. Pari um mich herum ist ja immer nur, um mich herum ist zwar alles Mögliche, aber para ist, dass es neben mir genau in der Blickrichtung ist, wo ich meinen Fokus hinlege. Und Doxa heißt Meinung. Ich könnte jetzt sagen, mein Wissen. Eine unserer beiden grundlegendsten wissenschaftlichen Theorien, zusammen mit Einsteins Relativitätstheorie. Die neuen Wissen. Nochmal Theorie, Theorie, Theorie. Theorie ist eine Sichtweise, eine Meinung. Es kann so sein, ist der Henkel rechts oder ist er links? Irgendwann wirst du begreifen, ja, da, wo du in dir hindenkst. Was passiert, wenn du die Tasse selbst bist? Da hat der Volker ja diese schönen Bilder gemacht mit der Tasse und mit den 8 Perspektiven. Dass wir da 8 Möglichkeiten haben, die Tasse anzuschauen. Genau genommen sogar 16, wenn wir das weiterführen. Und das kann man sogar nachvollziehen, wenn man den Trick kennt.
Wissenschaftlichen Erkenntnisse streuen Zweifel an einigen Grundsäulen über die physikalische Realität. Die physikalische Realität ist schlichtweg und einfach, wenn ich Realität gleichsetze mit einer Welt, die unabhängig von mir da außen existiert, habe ich das Wort Realität nicht verstanden. Re, das beginnt schon mit Re. Und dann kommt All. Und damals das dann mal zwei Seiten. Das ist das dann mal die Rationalität, das ist ein berechneter Augenblick. Ein berechneter Augenblick. Augen wissen wir, wenn ich jetzt AGN schreibe, heißt Becken, polare Ecken. Das sind diese Punkte, von denen ich gerade gesprochen habe. Gleichzeitig habe ich jetzt auf einen Kreis, einen Punkt im Kreis nehmen, dann ist es eine Ecke mit zwei Seiten. Und wenn wir auf eine Sphäre schauen, ist es ein Punkt, ist es eine Ecke mit drei Seiten. Dann kommt dieses eigenartige im Tetraederspiegel. Rot gelesen ist es, der Kopf ist die Quelle. Das ist real, aber dieses real, das ist nichts. Weil plus 5, minus 5, egal wo ich hinschaue, es bleibt immer nichts. Aber auf der anderen Seite gibt es, wenn ich mir dann eine Ecke, eine Pyramide aufbaue aus dem Wert, müsste ich wissen, was der Pyramidenwert Pyramis ist, das Feuer im Zentrum, das ist der Dornbusch, der ewig brennt, dann kriege ich die 32 und dieses Leb, jetzt komme ich in das Innerste, das innere Herz, das ist die Mitte. Ins Zentrum, in dem Verstand, im Zentrum des Verstands, wo sich dieser Sinus, der aus zwei Existenzen besteht, das ist das Bewusstsein Gottes und zwei Existenzen. Das ist die Conditio sine qua non, die Bedingung, ohne die nichts geht, ist, dass ein Geist da sein muss, der sich was ausdenkt und der immer nur das zu sehen bekommt, was er sich selber ausdenkt. Von Augenblick zu Augenblick ändert sich seine Information. An diesen roten Geist ändert sich dabei nicht das Geringste. Das ist nur real. Und dann kann ich dieses Is hin dranhängen und dann kann ich das blau machen und dann heißt es einfach zum Beispiel unter anderem entweder das göttliche Bewusstsein, das ist die Mitte oder die intellektuelle Raumzeit drumherum, die nur was Ausgedachtes ist. Schauen wir uns zusammen drei Aussagen an. Schauen wir uns zusammen drei Aussagen an. Was löst es in dir aus? Die einzigen, die wo was sehen, das bin ich und du. Ein Gedanke wird nie was sehen. Das erkläre ich dir die ganze Zeit. Ein ausgedachter Beobachter wird so sein, wie du in dir denkst und ein ausgedachtes Messgerät ist im Prinzip dasselbe. Bloß das eine sagst du, ja, das ist ein Mensch mit Geist, der sieht es ja. Dir leuchtet noch ein, dass ein Messgerät als Ding an sich zwar was aufschnappt, weil du dir das denkst, natürlich nur irgendeine Information, ein Mikrofon nimmt Schallwellen, registriert Schallwellen und eine Kamera registriert irgendwelche Photonen, die auf den Fotosensor reinprasseln, aber sehen du die Kamera das nicht und das Ohr hört es ja nicht, da muss ja ein Geist noch da sein, aber den Geist, den du dir ausdenkst, dieses Gehirn ist im Prinzip auch nichts anderes, es ist Materie. Wenn jemand ein Ereignis beobachtet, ist es wirklich passiert. Gut, wenn jemand ein Ereignis beobachtet, ist es wirklich passiert. Das ist ja das Erste, in der Vergangenheit ist überhaupt nichts passiert. Was passiert, passiert immer hier und jetzt. Dieses Passieren kommt übrigens dann von der Passion. Das wäre jetzt ein Wort, aber da gehen wir jetzt nicht genauer drauf ein. Es ist möglich, freie oder zumindest statistisch zufällige Entscheidungen zu treffen. Das ist der nächste große Zweifel. Du kannst überhaupt keine Entscheidung treffen. Du wirst feststellen, dass du überhaupt keine Wahl hast. Das, was du träumst, musst du träumen. Und die größte Illusion ist, dass du meinst, du hättest jetzt in deinem Jetzt-Zustand in irgendeiner Form eine Freiheit. Da habe ich hunderte von Beispielen in Holofeeling. Ich verweise nur ganz kurz auf mein Speisekartenbeispiel. Es ist so unheimlich logisch, dass jetzt jeder normale Mensch, den du dir ausdenkst, wenn der zum Essen geht in ein Lokal, der kriegt eine Speisekarte, dass er glaubt, er sucht sich was zum Essen raus und er bestimmt, was er sich zum Essen raussucht. Als erstes muss dir klar sein, nochmal, dass alles, was du dir ausdenkst, ein Dasein müssen ist, das genauso ist, wie du dir das denkst. Und wenn du dir das jetzt einredest, dass der normale Mensch, und dann was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Dann denkst du an einen ganz bestimmten Menschen. Hast du die Freiheit, dich als ein anderer zu denken? Du wirst feststellen, immer wenn du an dich denkst, denkst du an einen jetzt aktuellen Körper, nämlich den Körper, der dann entsteht, in dem Augenblick, wo du an deinen Körper denkst.
Aber was du denkst als träumender Geist, suchst du dir nicht raus und du suchst dir auch nicht im geringsten raus, was du dir bestellst, wenn du in ein Lokal gehst. Ich mache das nochmal kurz. Du musst einfach nur beobachten, du bist Geist. Schau doch einfach deine Informationen an. Cut. Da taucht auf deiner verabredeten Bedienung auf, die legt dir einen Bock hin. Das nennen wir mal ein kleines Buch. Dann nimmst du das Buch in die Hand. Das heißt, du beobachtest einfach, es taucht deine Hände auf, die übrigens nicht existieren, wenn du nicht an die Hände denkst. Das ist die Sache mit der Windschutzscheibe beim Autofahren. Die Windschutzscheibe existiert nicht immer. Da außen existiert gar nichts. Du siehst nur deine Informationen und da ist immer nur das da, was jetzt wirklich in dir existiert. Und dann bist du so fokussiert, selbst wenn du jetzt deinen Zoom aufmachst, und das ist jetzt das Ganze, du musst aufhören. Der normale Mensch neigt dazu, zuzuhören. Zu heißt, schau mal ein kleines Bild an. Du fokussierst deinen Fokus. Wenn du aufmachst, machst du ihn auf. Das ist die große Schwierigkeit ist, dann hast du zwar auf der Verabrille was anderes, sag ich wieder, schnipp! Und jetzt schau bitte über den Monitor, wo du jetzt eventuell die ganze Zeit angeschaut hast, hinter den Monitor, dahinter gibt es nicht. Das ist deine Information. Und fokussiere irgendwas in der Raumtiefe, die ich mir jetzt ausdenke, die ich jetzt in deinem Kopf auftauchen lasse. Fokussiere irgendein Objekt. Dann wirst du feststellen, das war die ganze Zeit nicht da. Es war aber hundertprozentig sicher auf deiner VR-Brille. Das ist es, wenn ich sage, ich schnipp und jetzt schau auf die Tastatur. Die hat jetzt nicht existiert, bevor ich das Wort Tastatur ausgesprochen habe. Mach einfach das aus den Worten. Und jetzt sage ich wieder schnipp und jetzt schaust du auf die Taste Plus. Und dann siehst du plötzlich das Ständchen drüber und eine Schlangenlinie daneben. Die haben nicht existiert, wie du auf die Tastatur geschaut hast. Sie waren da, aber sie haben nicht existiert. Der Ordner, du schaust in Ordner von Ordnerstrukturen rein. Und wenn du eine Speisekarte hast, dann schaust du auf die Speisekarte, dann sind jetzt erst einmal Buchstaben, Worte, in gedruckter Form. Und jetzt wirst du aus diesen gedruckten Buchstaben Geräusche in deinem Kopf machen, indem du dir plötzlich denkst, Pizza, Salat, Schnitzel, was auch immer da du aus den Worten für Vorstellungen machst. Und dann machst du Vorstellungen draus. Das kannst du beobachten. Aber hochinteressant ist, suchst du dir jetzt raus, was du letztendlich bestellst. Und ich sage dir, wenn du genauer hinschaust, wirst du feststellen, jedes Mal, wenn du jetzt aufgrund dieser Worte ein Geräusch draus machst, wenn du das liest, wirst du ein kleines Gefühl in dir aufbauen von Zuneigung und Ablehnung. Und du wirst hundertprozentig sicher das bestellen, wo am meisten Zuneigungsgefühl da war. Und das kann von Moment zu Moment verändern. Das kann sein, dass du jetzt dieselbe Speisekarte, die gleiche Speisekarte, das können wir jetzt wieder ausdiskutieren, die jetzt in dir auftaucht neu. Weil jeder Moment, den du denkst, denkst du ja neu. Zu einem anderen Zeitpunkt, den du dir jetzt denkst. Du sagst, Montag warst du in dem Lokal und 14 Tage später, jetzt gedacht, bist du in demselben Lokal, kriegst dieselbe bzw. gleiche Speisekarte. Du schaust wieder rein und jetzt hast du bei denselben Gerichten, die dir vorgeschlagen werden, die du ja selber hier generierst, aufgrund dieser Worte, die in dir sind, hast du plötzlich bei dem Gericht, wo du vorher Zuneigung empfunden hast, empfindest du jetzt keine so arge Zuneigung. Da wirst du ein anderes Gericht raussuchen. Aber suchst du dir raus, ob es dir jetzt nach Salat oder nach Fleisch ist? Du musst dich jeden Moment überraschen lassen. Du bist ein träumender Geist. Du Geist musst das anschauen, was ich dir träumen lasse. Du wirst, wenn du an dich denkst, an das denken, was ich dich denken lasse. Und das kann sein, dass du jetzt an einen 20-Jährigen denkst oder an einen 60-Jährigen oder an einen 50-Jährigen. Das kann sein, dass du jetzt, wenn du an dich denkst, an eine Frau denkst, an ein weibliches Wesen, an einen weiblichen Affen oder an einen männlichen Affen. Das macht dein Programm. Und das konntest du dir nicht raussuchen. Du hast eine Freiheit. Du hättest die Freiheit, was Unlogisches zu machen. Das wäre aber dann genauso einseitig, wie wenn du immer logisch bist. Die Kunst in dem vorhergehenden Selbstgespräch, solche, du hast jetzt eine eindeutige Sichtweise, eine Vorstellung von richtig und du drehst jetzt das, egal um was es geht, um 180 Grad und machst dir bewusst, dass eine Kehrseite da ist und wenn du die Kehrseite anschaust und die als richtig erkennst, die ist genauso richtig, Henkel rechts, Henkel links. Das ist dieses simple Beispiel. Lass uns das ausdiskutieren, wer von uns zwei recht hat. Und wenn beide Seiten, dass dir klar sei, zu jeder Richtung gehört eine Kehrseite, eine Vorstellung richtig und verkehrt.
Und dass eigentlich jede Richtung auch verkehrt sein kann und alles Verkehrte kann richtig sein. Dann bist du in den vier Seiten vom Einheitskreis. Das ist der erste kleine Schritt. Und bevor du nicht mindestens 16 Seiten nachvollziehen kannst, wirst du nicht frei werden. Die alle gleichwertig sind, es sind verschiedene Sichtweisen, es sind Theorien. Eine an einem Ort getroffene Entscheidung kann ein entferntes Ereignis nicht sofort beeinflussen. Das ist jetzt diese materialistische Sichtweise, wo hier normal postuliert wird und die Quantenmechanik geht es aus den Ammel. Aber da kommt schon an einem Ort jede Entscheidung. Schon das Wort Entscheidung ist ganz interessant. Da wird eine Scheidung aufgehoben, das ist ein Einsmachen. Schau das kleine Bild an. Ich scheide etwas und dann muss ich das wieder entscheiden. Das passiert übrigens in vier Phasen. Habe ich reichlich erklärt. Einfach einmal nochmal die Vorsilbe in einen Etymologie-Duden eingeben, beziehungsweise in die WDS. Und jetzt ist es also so, dass hier an einem Ort, es gibt nur das Wort, ein doppelt aufgespannter Ort. Und alles, was du dir um diesen Punkt herum denkst, das ist das ewige Hier und Jetzt. Du kannst nur hier und jetzt eine Entscheidung treffen und wenn du das entscheidest, ist es wieder hier und jetzt. Du kannst dir hier und jetzt irgendwo woanders was hindenken. Es ist aber trotzdem, es wird jetzt gedacht, wenn es existiert, wird es jetzt gedacht oder jetzt angeschaut. Und es ist hier im Zentrum deines Bewusstseins deine Information. Und dann wird dir plötzlich klar in der Quantenverschränkung, dass wenn zwei Teilchen, die du dir ausdenkst, mit Lichtgeschwindigkeit auseinanderfliegen, dass die sich immer an einer und derselben Stelle befinden, nämlich in deinem Kopf. Und das ist jetzt eine Welle. Und wenn ich jetzt sage, dass du gedanklich das eine Teilchen veränderst, das heißt, wir machen oben an der Quelle was anders, dann muss ich das unten zwangsläufig mit verändern. Das ist das Prinzip mit Diapositiv, Diapositiv. Wenn sich auch im Kino was verändert, wir sagen mal, du schaust einen Film in einem Kino oder einen Videobeamer, wenn sich das Bild auf der Leinwand verändert, muss ich zwangsläufig das Display dir, das das projiziert, genau im selben Maß mit verändern. Jetzt hast du eine vollkommen neue Perspektive in Bezug auf die Quantenverschränkung. Das ist das Geheimnis des ewigen Lebens. Die Lösungen, das sind alles lauter kleine Quadrate mit drei Strichen zu zeichnen. Wo soll ich die drei Striche hinmachen? Ich habe ein Quadrat und jetzt sage ich, ich zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Schau das kleine Bild an. Wo soll ich die drei Striche hinmachen? Ich sage, setz die drei Striche so, dass es zwei Quadrate werden. Dann machst du zack, zack, zack und hast du zwei Quadrate. Und jetzt können wir zum Spinnen anfangen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu lösen. Nicht nur eine, von wegen, das geht nicht. Ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch, ich brauche doch Geld zum Überleben. Wenn das und das passiert, ja, wenn mein Körper zerstört wird, gibt es mich ja nicht mehr. Es ist vollkommen geistloses Geschwätz, wenn du einmal verstanden hast, dass du nicht ein Gedanke von dir bist. Zeigte das. Wenn die beiden Beobachter zufällig und unabhängig voneinander zwischen den Messungen der einen oder anderen Eigenschaft ihrer Teilchen wie Position... Jetzt kommt es, wenn die beiden Beobachter. Wo sind diese beiden Beobachter jetzt, die du dir aufgrund dieser Worte ausdenkst? Jetzt hast du mal hier und jetzt deine Gedanken. Und alles, was die jetzt beobachten, die werden das beobachten, was du denkst, dass sie beobachten. Und das esst du alles noch. Es ist so einfach, es ist wirklich so einfach, der Sprung von einem sterblichen Säugetier zu einem ewigen Geist und der dann zu einem bewussten Schöpfergott, der alles vollkommen neu macht, ist so unendlich einfach. Es baut auf Vertrauen auf. Wenn der Menschensohn kommt, stille stehen wird die Zeit, es gibt nur noch jetzt. Der erste Himmel und die erste Erde, die du bisher ausgedacht hast, werden vergehen. Und das Meer, El Hayom, Gott, das Meer, wird nicht mehr sein. Es ist die absolute Nicht-Existenz, aus der alles Existierende, alles, das Nichts und das Alles, das ist Allah. Diese zwei Wörter. Und er macht alles vollkommen neu. Ich verändere alles, ohne irgendwas zu verändern, sondern ich erweitere deinen geistigen Horizont in ein vollkommen neues Weltbild. Aber ich kann das nur an einem Geist machen. Ich kann nur einen Geist wach machen, der träumt niemals eine Figur, die von dir ausgedacht wird. Auch nicht der, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Es sind Tiere, existierende Erscheinungen. Enosh, Schmetting. Diese Menschlichkeit, die du predigst, ist so eine unendliche Verlogenheit in Sodom und Gomorra.
Und das ist jetzt hier diese Aussage, ich lasse noch mal laufen. Alles nur Geschwätz. Zeigte, dass wenn die beiden Beobachter zufällig und unabhängig voneinander zwischen den Messungen der einen oder anderen Eigenschaft ihrer Teilchen wie Position oder Geschwindigkeit wählen. Das ist egal, wo du dir was hindenkst, ein Teilchen, egal wie schnell du dir das denkst. Es ist jetzt, hier und jetzt und es wird genauso sein, wie du dir das denkst. Es kann das jetzt und das hier nicht verlassen. Wo sollte irgendwas hingehen, was du träumst? Von wo nach wo soll sich irgendwas in einem Raum bewegen? Es ist ein transversaler Austausch von Gedanken. Und die tauschen mit Lichtgeschwindigkeit sich aus, weil du ein Quantencomputer bist. Machen wir da schnell nochmal weiter. Keine Glaubenssache. Dieses fundamentale Experiment, das die besagte Ungeheuerlichkeit der Quantenphysik bestätigt, erkläre ich heute. Obwohl ich es schon in meinem Sinn. Es ist ja ungeheuerlich, was hier alles behauptet wird. Das ist überhaupt, das ist totale easy Hirnwichserei, wenn du das Ganze verstanden hast. Es stimmt, wenn wir jetzt gleich schauen, es stimmt nicht. Es macht sehr curry, wenn man diesen Nobelpreis, die konsonante Radix, das erste Mal, du bist total vernebelt, dass dir jetzt erst einmal klar sein muss, dass die konsonante Radix NBL, das haben wir im Nobel, im Nebel und im Nabel. Das ist die konsonante Radix davon. Dann landest du bei den Bösewichten, die sich selber, wenn hier ein amerikanischer Präsident, der 44. glaube ich, Illet, ein unbewusstes Kind, einen Friedensnobelpreis kriegt, obwohl die ersten 3 Monate seiner Amtszeit extrem Drohnenlotschicht, jetzt Märchengeschichte, wohlgemerkt jetzt gedacht, Märchengeschichte, um Menschen abzuschießen. Dann hast du den Gottesleugner. Das ist der Nobelpreis. Ein Taugenichts. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Selbstbeweihräucherung von geistlosen Schwätzern. Das sind die Fehler in der Führerscheinprüfungsbogenwelt, die ich dir träumen lasse. Können wir jetzt ewig weitermachen. Wir können das BL, kann ich natürlich dann auch lesen, dieses No. Da können wir jetzt erst einmal Folgendes machen, dass wir das No so schreiben. Und dann hast du deine eigenen Bilder beweglich, ein Schwanken. Sich bewegen nicht von A nach B, sondern von unten aus der Datei auf dem Bildschirm und wieder runter, wenn man diese Metapher benutzt. Ein Bild. Und dieses Bild, No, BL, haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Das spitzt sich im Nichts ab, das ist in Gott. In Gott heißt ja auch in Nichts. Oder wir machen dieses BL mit der 70, unser großes Spiel. Und dann wirst du der Eigentümer von dem, was du dir denkst. Dabei fickst du dich ständig selbst. Ficken heißt hin und her bewegen, weil du eben keine kymische Hochzeit kennst. Das ist dieser Zustand des Adams. Adam ist eigentlich ein Ehemann. Es ist Denker und Ausgedachtes. Er ist männlich und weiblich. Das Symbol des Adams ist, dass der Denker untrennbar mit seiner Traumwelt, mit seiner Frau verbunden ist. Aber die zwei wiederum sind eigentlich der Geist, der sich selber zu einem Adam macht. Das passiert im Vers 26. Das ist dieses Spiel, das hier beschrieben wird in einer extrem einfachen Sprache und dass ich immer wieder sage, jeder Vers, jede Zahl, jede Kleinigkeit läuft komplett synchron. Dieses Lasst uns Menschen machen. Und er ist El Hayom. Spricht, er spricht, es spricht, Gott das Meer. Wir vor CBN. Jetzt haben wir das Messen. Wir messen, wir erschaffen, wir denken an den Adam. Das ist nicht Menschen, kein Plural. Aber viel interessanter, mach in unserem Bilde. Das ist immer wieder dieses Bezellem. Das heißt uns. Wieder Mehrzahl. Suffix, unser XXX, wir haben. Wir haben ein Bezellem. Zell heißt Schatten. Das ist das, was du projizierst, das ist mein Kino. Das ist eine Nichtigkeit, eine Nichtigkeit, das sind die Schatten, die du wirfst. Auch übrigens, auf der Leinwand ist auch die Sonne nur ein Schatten von dem eigentlichen Licht, das ist die Lampe im Projektor. Und dieses Zell-M, einzeln gelesen, das heißt ihr Schatten, das ist der Schatten der Geistesfunk. Das ist das Bild, Be-Illet, im Kind, Be-Illet ist ein Werk und dieses Werk ist ein Ab, Be-Illet, Ab ist jetzt
aufblühend, ein aufblühendes Bild aus 1 war 2, das ist unsere Gedankenwelt. Ja. Ein Phantombild, eine Illusion. In diesem Kind. Und jetzt Bezel vorne, ganz interessant, wo ich immer wieder darauf hinweise, das heißt im Schatten, in diese Nichtigkeiten, die du dir ausdenkst, das ist das hebräische Wort für Zwiebel. Zwiebel wiederum, zwei in Gott. Das sind zwei immer Wellenberg und Wellendal. Du schaust immer nur eine Seite an. Übrigens botanisch Allium Zeba, ganz interessant, das kann man alles komplett zerlegen. Und dann kommt jetzt diese männlich und weiblich Phase dazu. Kleinen Moment, beim Umschalten. Ich habe jetzt nur ein bisschen in den Nobel reingeschaut. Die Preis, jedes Wort wird ein 400-Seiten-Buch und dann kriegst du wirklich einen Hintergrund an der Matrix. Video über Verschränkung bereits erzählt habe, erzähle ich es hier noch einmal ganz genau, damit niemand sagen kann, er oder sie glaubt es nicht. Er oder sie. Es sind ausgedachte Menschen. Ausgedachte Menschen werden so sein, wie du dir das denkst. Und wenn du dir welche denkst, die das glauben, dann tauchen dir welche auf, die das glauben. Und wenn du dir welche denkst, die glauben das nicht, dann tauchen welche auch, die glauben das nicht. Ich behaupte, dass diese Menschen, die du dir denkst, niemals mitkriegen, dass du sie denkst. Ein elementarer Erkenntnis ist, du wirst niemals irgendeinen Menschen, der in dir auftaucht, auch wenn es vollkommen sinnlich wahrgenommene Information von dir ist, erklären können, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt träumst, weil du ihn denkst. Das ist es Abnorbeln. Ich führe dich in eine vollkommen neue Welt, wo von der Welt, die, der du dich jetzt hineinträumst, von diesem Traum nicht mehr ein einziger Hauch über ist. Wenn du wach wirst, löst dich alles, was du jetzt denkst, was du vorher geträumt hast, in Luft auf. Im Nichts. Lupt. Das Licht des OB. Das ist wie wenn du aus einem Albtraum erwachst. Und das Beispiel habe ich tausendmal erzählt, dann sitzt du ja wieder da in dem Moment, wo du jetzt meinst, du bist der im Bett sich Schweiß gebaut und sagt, Gott sei Dank, ich habe das bloß geträumt, bist du eigentlich schon wieder eingeschlafen, weil du dich ja wieder mit einer Figur verwechselst. Was das Wichtige dabei ist, in dem Moment, wo du aus einem Albtraum erwachst, wird dir bewusst, genau im Moment des Erwachens wird dir bewusst, dass alles, was du jetzt denkst, was du angeblich in der Vergangenheit erlebt hast, dass das sich nur in deinem Kopf abgespielt hat. Und den Zustand musst du aufrechterhalten. Es ist jetzt der Fall. Es spielt sich nur in deinem roten Kopf ab. Nicht, wo ist jetzt die ganze Zeit der Kopf gewesen von dem Brüssel, der vor dem Computer sitzt, den du dir jetzt ausdenkst, wenn du an dich denkst. Der hat nicht existiert, weil immer nur das da ist, was du existierst. Du bist auch kein Männchen und kein Weibchen. Du bist Geist. Und du schaust immer nur deine eigenen Informationen an, die liegen an ständigen Wechsel. In meinem Schlusswort werde ich eine persönliche Interpretation eine zu der persönliche, eine Persona interpretiert, irgendwas, eine Maske interpretiert, was, da ist drauf geschissen. Problematik präsentieren. Die Problematik, Dematikos, Automatik, Mathematik, eine Problematik, ein Problem ist, was vorgelegt ist und die Matikos ist die törichte Dummschwätzerei von diesen Menschen. Auch Albert Einstein wollte diese Ungeheuerlichkeit nicht glauben. Ich muss ganz kurz nochmal zurück. Dieser Albert Einstein, der sagt, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht am Himmel oben ist, wenn ich nicht hinschaue. Das ist alles so große Erkenntnisse, sind alles Nobelpreisträger. Ich wehre mich, dass wenn ich etwas nicht denke, dass es dann nicht existiert. Lass das auf dich wirken. So, jetzt denk bitte mal an eine Osterhase. Denk an Schneewittchen. Und du sagst jetzt, ich wehre mich dagegen, dass ich glaube, dass kein Osterhase existiert, wenn ich nicht an ihn denke. Kein Schneewittchen. Du wirst jetzt schon wieder merken, dass wieder zwei Seiten. Du denkst dir Sachen, von denen du weißt, dass die überhaupt nicht existieren, sondern nur deshalb existieren, weil du sie jetzt denkst. Und du hast Sachen, von denen du felsenfest davon überzeugt bist, dass die auch unabhängig von dir da außen existieren, wenn du nicht dran denkst. Das sind die zwei Seiten wieder. Und für dich ist immer nur eine Seite richtig, wenn du an was denkst. Die ist klar beim Osterhasen, die existiert jetzt nur, weil ich ihn denke. Oder wir denken unser grünes Maßmännchen, wo auf dem Kopf zwei Fühler hat, 30 cm lang, auf dem rechten Fühler eine Himbeere und auf dem linken Fühler eine Kiwi. Da ist dir klar, dass all die Sachen nur existieren, weil du sie denkst. Jetzt denk an den Udo Petscher oder an den Jesus Christus. Ja, den Christus, den hat es in der Vergangenheit schon gegeben, bevor ich ihn gedacht habe. Der jetzt gedachte Jesus und der Udo Petsch ist natürlich jetzt noch da außen, wenn er die letzten Tage nicht gestorben ist. Ich sage, es ist jetzt, wenn du es denkst. Namen sind jetzt komplett austauschbar.
Das ist hundertprozentig sicher. Jetzt schauen wir uns einmal diese Experimente an. Das sind ganz wichtig. Diese Quantenmechanik baut auf Experimenten auf. Einmal von den Bell, dann von den Alin und von Alain Aspect. Ein ganz, ganz toller Name. Schau mal, Al-Ain. Gott ist nicht existierend. Das sind alles nur Aspekte, Aspeculum Species. Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Konnte der sich seinen Namen raussuchen? Solltest dich einmal damit beschäftigen, was der, den du dir jetzt denkst, angeblich entdeckt hat. Ich würde dir sagen, der wird das entdeckt haben, was du dir jetzt aus dem Internet heraushörst und dir anliest, was du vom Hörensagen kennst. Würde ich dir was anders einspinnen, dann würde er was anders entdeckt haben. Du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst, aber über die Sprache kannst du das entschlüsseln. Da haben wir übrigens unseren Klaus, Nadja. Alles ist aus. Da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Lass mal die Nummer laufen. In meinem Schlusswort werde ich eine persönliche Interpretation zu der Problematik präsentieren. Also Interpretation. Unsere Experimente. Herausgetreten, um mich herum. Ich kann es mir nicht verkneifen, es nochmal reinzugeben. Mendi. Ment kommt von Mendio, von Mens ist Denken. Das ist eine SD-Lautwandlung. Übrigens, dieses hebräische Zeichen 400 ist auch ein S. Das wird dann Saf ausgesprochen. Drum ist Mens Ment. Im Hebräischen siehst du das. Diese Experimente ist Experimentior. Die Erwähnung, die Erinnerung, ein Erwecken in deinem Innern. Ein inneres Erwägen. Mendien sind Trugschlüsse. Fabeln, etwas vor sich hinträumen, sich an der Wahrheit, an der wirklichen Wahrheit versündigen. Eine Wahrheit ist eine Wahrnehmungseinheit. Die absolute Wahrheit kannst du sofort auf der Stelle überprüfen. Ich sage, Katsch, schau einfach, was jetzt da ist. Du schaust einfach, was da ist. Was ist da, wenn du eine Zeitung liest? Dann hast du eine sinnlich wahrgenommene Information, die Illusion, die Information in deinen Kopf, dass angeblich vor dir in einer gewissen Entfernung ein Fetzen Papier liegt, wo Schriftzeichen drauf sind. Jetzt in dem Moment ist die einzige Wahrheit, dass vor dir irgendein Monitor ist, der genau genommen auf deiner Verabrede, auf den Zäpfchen deines Auges, die rot-grün, was der Monitor als sogenannten Triplet, als kleine Lämpchen hat, hast du in deinem Auge jetzt natürlich alles ausgedacht. Wo waren jetzt die ganze Zeit deine Augen? Es existiert nur das, was du jetzt denkst. Ja, aber wenn ich keine Augen habe, dann sehe ich ja nichts. Ich sage, du siehst auch was, wenn du nicht an deine Augen denkst. Du denkst auch dann, wenn du nicht an dein Gehirn denkst. Das Rote musst du verstanden haben. Und dann kriegst du das hier, diese Experimente, das, was aus dir heraustritt und was du, Barry, um dich herum gedanklich verstreust, ist aber immer hier und jetzt ist. Dann fängst du an zu fabeln, sich an der eigentlichen Wahrheit zu versündigen, weil du einfach schauen musst, was ist jetzt da. Und dann fängst du an, dich selbst zu belügen. Cut! Schnipp! Jetzt denkst du an deine beiden Beine und wackelst mit den Zehen an den Beinen. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Und dann wirst du feststellen, dein Glaube ist ein einziges Lügenmeer und du beschwörst diese ganze Kacke, die du dir ausdenkst, weil du felsenfest davon überzeugt bist, dass das unabhängig von dir da außen existiert. Du lebst immer noch in dem Wahn zu glauben, du hättest mit dem, was du denkst, nichts zu tun. Halt verdammt nochmal das erste und das zweite Gebot. Und ich habe im letzten hier und jetzt gedachten Selbstgespräch dir gesagt, ich werde jetzt schonungslos. Bisher habe ich dich immer wieder ausgeglichen etwas. Das hast du gar nicht mitbekommen. Aber jetzt werde ich schonungslos deine Vorstellungen verwirklichen in dir. Deinen eigenen Glauben verwirklichen. Ich werde keine Rücksicht mehr nehmen. Friss oder stirb. Nochmal als Person in deiner Rolle musst du nichts tun. Du musst bloß Vertrauen haben. Und das Einzige, was ich jetzt wünsche, was ich dir vorschlage, möglichst auf Cut zu machen, wenn du eine Zeitung liest, wenn du einen Fernseher reinschaust, egal was das ist. Du schaust einfach, was jetzt da ist und machst dir bewusst, was jetzt da ist und vergleichst es mit dem, was deine alte, fehlerhafte Logik dir aufzwingt. Wenn du ein Krimi anschaust, wenn du eine Zeitung liest, da ist nur der Fetzen Papier mit Worte drauf. Und du vergisst es, weil du plötzlich dich wieder rein fokussierst in ein Problem, in eine Struktur und das eigentliche
dahinterliegende Ganze, das nur eine Einheit ist. Das Chat-Denken war so unendlich einfach. Kompliziert ist, wenn du da reinschaust, wenn du versuchst, dir was zu erklären. Du lebst in deinen eigenen Lügen, sich selbst täuschen. Täuschen heißt auch tauschen. Mach die zwei Bündchen drüber weg, dann kriegst du ein ständiges Austauschen von Gedanke, Bild, 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 Bild. Aber dieser Wechsel ist doch auf der Datei immer gleichzeitig. So wie wenn du ein Buch hast und du blätterst durch jedes Seite, die du anschaust. Klappt das Buch zu und dann sagst du ja. Aber dann sehe ich ja nichts. Ich sage, du siehst die Katze auch erst dann, wenn du in die Kiste reinschaust. Du siehst ja auch erst dann, wenn du in eine Küche reinschaust, entweder ein Herd oder ein Fenster oder ein Kühlschrank oder ein Topf, wo du halt hinschaust. Aber es ist eine Kiste, wo alles gleichzeitig ist. Da kommt auch nichts nacheinander. Wenn du jetzt sagst, ja, wenn ich jetzt in der Küche schaue, ich schaue zum Beispiel den Herd an, dann drehe ich den Kopf, dann sehe ich das Fenster, dann sehe ich den Schrank, dann sehe ich den Kühlschrank. Diese große Illusion in der Kiste ist alles gleichzeitig. Der erste Schöpfungstag, beziehungsweise die erste Schöpfungswoche, bestehend aus 7 Tagen, ist keine chronologische Abfolge, sondern ein Ordner. Auch Albert Einstein wollte diese Ungeheuerlichkeit nicht glauben. 1935 schrieb er gemeinsam mit Boris Podolsky und Nathan Rosen einen Aufsatz, dass die Quantenphysik unvollständig sei. Wenn ich von einem Quantensystem ein Messergebnis gewinne, so muss das System wohl vorher schon irgendwelche tatsächliche und reale Eigenschaften haben. Das ist der Blödsinn. Ein Ordner hat keine realen Eigenschaften und keine tatsächlichen Eigenschaften, sondern das ist jetzt erst einmal ein vorgestelltes Gefäß. Ich nenne das einfach schlichtweg und einfach immer hier eine Kollektion, die erst entsteht, schon die Kollektion entsteht erst, wenn ich diese Kollektion mir ausdenke. Ich muss verstanden haben, dass in einem Nichts, in diesem real zu ex nihilo, in einem Nichts, das Gott ist, der auch nicht als Ding an sich existieren kann. Darum heißt auch El, Gott, auf Hebräisch 1,30 geschrieben, letztendlich auch nichts. Und Kraft. Das ist die Energie in der Einstein-Formel. Die ständig in eine andere Form umgewandelt wird. Das, was jetzt aber hier zu existieren beginnt, hat als Grundlage etwas Ewiges, Nicht-Existierendes. Das ist die Energie. Die Energie, die ich mir jetzt ausdenke, eine Kraft, die ich mir ausdenke, ist dann schon was Existierendes. Das ist eine Vorstellung, eine Facette von Möglichkeiten, die man denken kann. Und da ist dieses Einstein-Podolsky-Rosenball, das aufbauen, wir denken uns jetzt einen atomaren Zerfallsprozess, was ein Oxymoron ist, weil Atom heißt das Unspaltbare. Wir denken uns aber einen atomaren Zerfallsprozess. Ein klares Zeichen von vollkommener Schizophrenie. Ein unspaltbares Ding, so wie der Name Nomen ist Omen es vorschreibt, wird jetzt gedanklich gespalten und dann fliegen zwei Teilchen in entgegengesetzte Richtung mit Lichtgeschwindigkeit auseinander. Das ist das Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment. Die haben das nie in der Vergangenheit gemacht. Es hat in der Vergangenheit nie einen Einstein, einen Podolsky und einen Rosen gegeben. Es sind Märchenfiguren in einer Märchengeschichte. Es hat auch nie einen Hitler gegeben. Es hat auch dich nie als Schulkind gegeben. Dich, Geist. Du kannst träumen, dass du ein Kind bist, dass du in die Schule kommst. Das, was du erlebst, erlebst du hier und jetzt. So wie du alles hier und jetzt erlebst, das ist immer mein Beispiel mit dem Buch. Gut, auf der Seite 6 schreibt dir das Programm vor, dass du, wenn du an dich denkst, an einen 6-Jährigen denkst, der jetzt in der Schule ist. Auf der Seite 18 bist du dann ein 18-Jähriger, der in die Disco geht. Aber der sich das ausdenkt, die Maßsetzung dieses Programms, ist nicht der Gedanke von sich selber. Mein Messergebnis verursachen. Es muss versteckte Parameter geben. Gott versteckte Parameter. Wir sind wieder bei dem Vorgestellten. SDECT, versteckte Parameter. Et ist ein Zeitpunkt. Jeder Zeitpunkt ist immer jetzt. Jeder Moment ist jetzt. Ist nun. Existenz und Existenz. Ich sage plus 5, minus 5. Vorsiebe M heißt von. Von diesem Zeitpunkt, gestaltgewordene Zeitpunkte, Zeit, Endzeit, Zeitpunkte, mehr als Zeit,
von aus der Zeit, aus diesem Zeitpunkt heraus erweckt. Das ist R, Meter. Eckt. Auf, G, E-Quadrat, doppelt aufgespannt, eckt. Aufgeweckt. Ja. Ich betone nochmal dieses Auf. Du musst aufhören, unbewusst zu denken. Und das machst du in dem Moment, wo du zuhörst. Jetzt kann man das natürlich wieder spiegeln. Pass auf, sobald du zusiehst, fokussierst du dich auf etwas. Das ist ein Einschränken und auf ist aufmachen. Alles, was du siehst, das Reh zum Beispiel, wir denken uns jetzt das Tierreh aus. Da entsteht irgendein Geräusch jetzt ausgedachterweise und schau das kleine Bild an und dann machen die Tiere folgendes. Rehe zum Beispiel, die strecken ihren Hals nach oben aufgerichtet und spitzen die beiden Ohren. Und jetzt sind sie in einem Zustand des absoluten Aufhörens, das heißt rein akustisch die Information, die wir uns jetzt natürlich in das Reh reinlegen, ist fokussiert auf 360 Grad. In dem Moment, wo jetzt in dem Geist hier, kann man auch an Menschen machen, wenn du jetzt einfach mal lauscht und zwar versuchst 360 Grad zu hören, das ist der Unterschied zwischen den Ohren. Die Ohrenbarungen sind ja Ohrenbarungen. Wenn du jetzt wieder in der Symbolik deiner reinen biologischen Phänomene hören zu können und sehen zu können, das Sehen ist Zuhören. Zuhören heißt, du fokussierst dich auf einen Punkt im Raum. Das ist mit dem Blickwinkel, mit den Augen, wenn du die Augen verdrehst. Aufhören ist, dass du alles siehst und kannst mit den Ohren beides machen. Du kannst mit den Augen nicht aufhören, du musst dich ganz entspannen, dann hast du immer nur noch dein Gesichtsfeld und wenn du nach vorne schaust, fällt dir hinten. Also ist eine Definition, dass du sagst, das, was ich jetzt vor mir habe, ist automatisch diapositiv, diapositiv fällt mir die hintere Hälfte. Wenn ich das vor mir als oben definiere, fällt mir unten. Das habe ich tausendfach erklärt. Wenn ich jetzt aber innerhalb des Gesichtsfelds jetzt wo hinschaue, das ist, dann mache ich zu mit einem Blickwinkel und ich fokussiere nur ein kleines Bild. Und das, was ich fokussiere, ist meine Information. Da außen ist sowieso nichts. Das Ganze, was du da außen siehst, ist auf der Datei. Und was du dann sichtbar in die Existenz hebst, hängt von deinem Zumachen. Dieses Konzentrieren. Du machst Zentrum, einen Punkt, einen ausgedachten Punkt, den du anfokussierst. Beim Ohr ist es, das funktioniert ganz anders. Und glaub mir, da hat sich keiner jetzt als Brösel mehr beschäftigt, wie das Hören funktioniert, wie ich. Es gibt keine Weltliteratur, die ich nicht intensiv studiert hätte, wie das Hören eigentlich funktioniert. Und dann wirst du merken, das führe ich dann auch zu dem Computer. Du kannst hier ganz eigenartig mit, auch bei geschlossenen Augen, genauso mit den Ohren, die dich an einem Punkt hinhören und denen zuhören. Und dann waren die anderen, alles drumherum, was du hörst, ist unscharf. Da habe ich ganz einfache Beispiele schon gebracht in den Selbstgesprächen, die man selber an sich ausprobieren kann. Und weil ja alles wichtig ist, wenn man das erforscht. Und diese Filwieserei ist momentan für Holofeeling ganz unwichtig für dich. Was mir wichtig ist, du musst nur Cut machen. Was ist jetzt da? Und dann wirst du neugierig, was bin ich eigentlich? Wie funktioniere ich eigentlich? Und in dem Moment, wo du deine Neugier, Gier auf was vollkommen Neues. Jetzt haben wir wieder, die Gier hat zwei verschiedene Seiten. Immer wieder wie auch das Gift. Ist jetzt das Gift ein Geschenk oder was Böses? GI ist der Geist Gottes erwacht. Die Gier, was bin ich eigentlich wirklich? Stimmt das, was man mir von mir erzählt hat? Stimmt das, was ich mir selbst einrede? Bin ich wirklich dieses Säugetier, dieser Körper, an den ich denke, wenn ich jetzt an mich denke? Das kann ich ja gar nicht sein, weil wenn ich an was anderes denke, bin ich ja immer noch derselbe Geist, der seine Informationen erlebt. Ich sage jetzt einfach wieder, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Ist das wirklich so schwer, das zu verstehen? Frag dich lieber, was in dir drin ist, dass du es nicht wahrhaben willst. Oder immer wieder vergisst. Würfelt nicht, sagte er, wenn wir eine Messung machen. Dies ist die Annahme... Immer dran denken. Esse, messe. Et pri esse pri, heißt es in der Bibel. Klassischen Physik. Es dauerte knapp 30 Jahre. Alles rezitiert, einfach rezitiert und jetzt denkt er sich eine Vergangenheit aus. Er denkt sich gar nichts aus. Ich denke mir, dass er sich das denkt. Aufgrund dieser Worte. Lass das auf dich wirken. Du hörst Worte entweder als Geräusche oder als Schriftzeichen und dann reagierst du. Und wenn du jetzt dich wirklich fragst, was denke ich aufgrund dieser Worte, wie lege ich diese Worte aus? Baue ich in mir Vorstellungen auf? Wenn ich jetzt sage, ich lasse nochmal laufen. Sagte er, wenn wir eine Messung machen. Dies. Gott würfelt nicht, das war jetzt noch nicht da.
wenn wir eine Messung machen. Ist die Annahme der klassischen Physik. Das ist die Annahme der klassischen Physik. Denkt er sich das wirklich, den ich mir jetzt ausdenke, oder denke ich mir, dass er sich das denkt? Das ist dieses klassische Beispiel, wenn du dir einen Menschen ausdenkst, der ist dann, wenn du ihn denkst, und er wird so sein, wie du denkst, dass er ist. Zum Beispiel vom Charakter. Und er wird das denken, was du denkst, dass er denkt. Es sind aber immer deine eigenen Gedanken, die von dir gedacht werden, weil du der Einzige bist. Der träumende Geist ist der Einzige, der in einem Traum wirklich denkt. Alles andere ist Ausgedachtes, ein Dasein-Müssen. Es dauerte knapp 30 Jahre. Hat er gehört, hat er gelesen, so ist er programmiert. Bis ein junger Rebell auf die Bühne trat, John Bell. 1964 sagte er, die Behauptung der versteckten Parameter muss man doch mit einem Experiment überprüfen. Experiment. Immer nochmal Ex heraustreten, Barry, um mich herum. Mengior, sich etwas überlegen. Genau genommen, das habe ich gerade nicht gezeigt. Das heißt auch hier, sich etwas überlegen. Das ist, du baust eine Gedankenwelt in dir auf, in der Transversalen und Lügen verbreiten. Das ist die Longitudinale. Du verstreust diesen Gedanken, den du jetzt aus dem Innersten herausholst, die überlegst. Du bist ja immer. Versteh die Symbolik. Verstreust du um dich herum in Raum und Zeit. John Bell schlug ein Experiment vor, das später von John Klausner, Michael Horn, Abner Shimone und Richard Holt modifiziert. Jeder dieser Name wäre es jetzt wert, den Werdegang, den du in Büchern findest, zu sehen. Der Horn, das Einhorn. Wurde. Wenn Quantenobjekte schon vor einer Messung versteckte Parameter besitzen, dann muss ein bestimmter Messwert... Nochmal, das Faktum besteht darin, dass in dem Moment, wo du was denkst, entsteht in dir eine Information. Das ist die Messung. Esse heißt tun, machen, handeln, ist nur ein anderes Wort, das hebräische Wort für Fakt, für ein Fakt, ein Faktum. Das hebräische Wort für Faktum ist esse, m-esse, und das Fakt, wenn ich etwas messe, ist das Faktum, dass ich jetzt mir etwas überlege. Und er sagt, diese Gedanken müssen ja vorher schon existiert haben, bevor dich, da muss ja was sein. Nein, die existieren erst, wenn du sie denkst. Durch das Messen bricht die Wellengleichung zusammen und dann kriegst du eine Information. Durch das Denken. Denken übrigens, die N, geöffnete Existenz, heißt urteilen. Und Ken, das hebräische Wort Ken, ist das hebräische Wort für Fundament. F unter heißt Welle. Eine Facette einer Welle F unter ist entweder, du schaust den Wellenberg an oder das Wellental. Es ist entweder hell oder dunkel, du fühlst dich krank oder gesund. Natürlich zwangsläufig musst du irgendwas aus deinem Ordner mein Körper herausholen, weil ohne den Ordner, wenn du nicht in den Ordner mein Körper reinschaust, kannst du auch nicht an krank oder gesund denken, du kannst nicht an deinen Kopf denken, an deine Hände denken. Das ist ein Ordner, wo du ein Bild jetzt herausholst und ihn dir zur Anschauung bringst. Wenn du einen anderen Ordner benutzt, zum Beispiel irgendwie die Natur, einen Wald denkst, ist von deinem Körper nichts da, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Wert, den ich heute erkläre, jedenfalls unter allen Umständen kleiner als 2 herauskommen. Das ist die Bell'sche Ungleichung. Erst 1981 konnte das Experiment von Allen... Es muss kleiner sein als 2. Wir schauen uns das einmal an. 2, Z, W, W ist Befehl, eine Order. Etwas einschließen und eine Form geben. Formen. B, wissen wir, ist die 2. Das heißt, es fehlen 2. Ich lasse mal, wir können ja jedes Wort ganz tiefer 400 Seiten Buch machen. Das heißt, es fehlen 2. Or, 70-200 gelesen, ist kreisend, erweckt, berechnet. DR heißt Generation. Eine erweckte Generation, da fehlen 2. Das sind nämlich diese Gedanken, wenn die wir uns jetzt ganzheitlich anschauen. Dann gibst du etwas, eine Form. Vor ist pur, das heißt das Losgemachte, das Schicksal, auch hier definitiv. Darum hole ich immer wieder die Sachen, das geht jetzt nur, dass du das Prinzip einmal erahnst. Das ist das, was dir zufällt. Zu ist auch C, Waff. Das heißt, BR, ein Eus, ein Brechen, Auseinanderbrechen, ein Zerbersten. Das heißt, nochmal ZR heißt zu Form werden, auf Hebräisch auch fest werden, Masse werden. Und die Geburt von einem erweckten B im Ersten. Im Ersten, das ist der Geist, in dem das zerbricht. Dein Kaputt geht kaputt. Das ist übrigens das Pur im
dieses Losgemachte im Meer, im Yom, im das Meer, es ist fest. Fest ist Zur. Aber viel interessanter ist, der Geist, der das erlebt, ist aber dabei immer eben. Plus 5, minus 5. Ja. Ist das Physik oder ist das Physik? Das ist übrigens ein aufgespannter 100, der Affe, aufgespanntes Wissen. Ubi, ein aufgespannter Ubi. Jetzt ist diese Bell, diesen Aspekt, habe ich gerade schon gesagt, Gott ist nicht existieren, wir können das auch als 70, 30, dann hast du es, der Augenblick ist nicht existieren, das ist nur ein Aspekt, Aspekulum, Spezies, da bin ich so oft drauf eingegangen, SB ist die Schwelle, die logische Welle, die Schöpfung einer logischen Welle ist ein Eck, plus minus sind die zwei Seiten von der Ecke, ich ordne das nur anders an, gehe ich in der Mutation drauf ein. Aspekt tatsächlich durchgeführt werden. Zuvor gab es nämlich den dafür erforderlichen optischen Kristall noch nicht, mit dem man verschränkt. Er definiert genau, was es vorher gegeben hat und nachher gegeben hat. Es hat nie in der Vergangenheit was Gag, das Ausgedachte, 3333, die Welle ist eigentlich eben, wenn du die arithmetisch richtig ausrechnest. Denk an letzten Selbstgespräch mit dem Gleichheitszeichen. Der Photonen erzeugen kann. Die Erzeugung soll... Photonen, was kann Photonen erzeugen? Lichtteilchen. All das sind Vorstellungen. Ich sage, hätte man dir was anderes erzählt, würdest du dir was anderes ausdenken. Es ist wie beim Computer, mache ich eine andere Programmierung, tauche andere Bilder auf. Und die Möglichkeiten, die du hast, Fantasiewelten zu entstehen zu lassen mit vollkommen neuen physikalischen Gesetzen und die absolut hundertprozentig sicher zu realisieren als eine Illusion im Prinzip einer VR-Brille. In einen illusionären Traum hineinzustellen, der hyperreal erscheint. Verschränkter Photonen habe ich im 7. Video beschrieben. Ein energiereiches blaues Photon aus einem Laser. Er labert und labert ein blaues Photon. Zeig's mir. Zeig mir ein Lichtteilchen. Es sind alles nur Vorstellungen, die er niemals denken würde, wenn man es ihnen nicht erzählt hätte. Hätte man ihnen in der Physik erzählt, es wäre ein grünes Foto und würde das genauso nachlabern wie ein Tonbandgerät, wo du was draufsprichst, das 1:1, das rezitiert, nachäfft, was man draufgesprochen hat. Das ist die Elite deiner Welt und das bist du selber. Es sind nur Spiegelbilder von dir. Ein optischer Kristall, Christ, der Christus ist alles und OP ist UP. Dieser gelangt in den optischen Kristall und erzeugt dort zwei rote Photonen. Aus 1 wird 2. Miranda, es muss weniger sein wie 2. Mit jeweils halber Energie. Die Photonen werden schließlich... 10. Dann lassen wir es gut sein. Die 10 besteht aus 5 und 5. Das ist Jahwe. Fragen? Alle Klarheiten beseitigt? Das ist Physik? Es steht in deinem Denach, in deiner Tora, in der hebräischen Bibel 10-mal mehr Physik wie in deinen Physikbüchern, die du geistlos nachschwätzt. Ja. Ja, aber ich habe das ja nicht gewusst. Darum erzählst du dir ja jetzt. Darum bin ich ja als Brösel Udo jetzt in deinem Traum aufgetaucht. Und nochmal, du bist dein Traum, du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Die Frage ist, inwieweit du jetzt resonierst mit der neuen Information oder ob du es verwirfst. Das ist die einzige Freiheit, die du hast. Du hast die Freiheit, jetzt diese Gedankengänge mitzugehen, die ich in dir auslöse. Die musst du mitgehen. Die Frage ist, wie aufmerksam hörst du zu? Wie aufmerksam hörst du zu? Wir machen jetzt zu, indem wir alles in einem Punkt vereinen, und zwar in dem zentralen Punkt, in dem sich immer alles befindet. El Hayom ist, wenn du dir ein Meer vorstellst, ist ein reines Symbol, ist genau genommen der Punkt, aus dem alles entspringt. Und dann können wir die Dimensionen dazu machen. Und auch hier, wenn du sagst, oh, ist mir zu viel, darum geht es mir überhaupt nicht. Immer wieder betone ich, mach dich hier in keinster Weise verrückt. Du Geist, mir reicht, wenn du jeden Moment weißt, was du bist und was deine Gedanken sind. Wenn du jetzt erkennst, dass du als ausgedachter roter Geist dich niemals veränderst,
sondern nur deine Informationen ändern sich ständig. Und dass die nicht von außen kommen, sondern aus dir selber. Mir reicht es, wenn du das verstehst. Du musst keine Wörter aufhängen, kein Hebräisch, keine Physik, gar nichts. Du musst nur jeden Moment, wenn was in dir auftaucht, wissen, das ist jetzt, weil ich das denke, es ist, weil ich es anschaue, das ist, weil ich das empfinde. Schau einfach deine Informationen an. Du kannst dir eh nichts anders anschauen wie deine Informationen. Das Problem ist, dass du meinst, du hast mit dem Zeug, was du denkst und erlebst, nichts zu tun, weil ja das unabhängig von dir da außen existiert, auch wenn du es nicht denkst und schon in der Vergangenheit eventuell war, bevor du es gedacht hast. Nein, es ist alles in dir. Alles, was jetzt von dir in die Vergangenheit gedacht wird, ist jetzt in dir drin, sonst könntest du es ja nicht dir ausdenken. Und alles, was du dir eventuell in die Zukunft denkst, eine offene Zukunft, OFF. Zukunft, zukünftig, die Kunft, K-U-N, Fundament. Etwas überlegen und Lügen verbreiten. Ob du das jetzt in die Vergangenheit dir denkst, in die Zukunft denkst oder räumlich woanders hin. Es ist hier und jetzt. Und ich wünsche mir nur, dass du weißt, dass du der Einzige bist, der das erlebt, was du erlebst. Du erlebst nur deine Informationen, die kommen alle aus dir. Und dann tauchen plötzlich welche auf, die irgendwas erzählen, wo dir falsch oder böse erscheint. Und bis jetzt warst du nur damit beschäftigt, entweder mit denen rumzustreiten oder die zum Teufel zu hauen und nicht mehr zu denken. Obwohl genau diese Wissenselemente das ist, was du brauchst für deinen eigenen bewussten Heiligungsprozess. Du als Geist, sage ich immer wieder, bist alles gleichzeitig. Und alles, was in dir auftaucht, sind kleine Butzellstücke, die du um dich herum in Raum und Zeit verstreust. Die darfst du nicht verändern. Ich habe jetzt überhaupt nichts an dem verändert, was er gesagt hat. Ich habe es vollkommen nicht. Der normale Mensch ist nur damit beschäftigt, alles wegzustreichen und zu zerstören, was ihm nicht passt. Und ich sage, genau das sind die Teile, die du in dem Widerspruch brauchst, um in die Mitte, dir die Mitte bewusst zu machen, die du bist, das heilige Ganze dir bewusst zu machen. Und da ist es egal, um was es geht. Ich spreche nochmal schnell an, meine zwei Symbole, ja, für ein Selbstgespräch. Wir sagen, das Internet schauen wir jetzt als einen Ordner an. Parallel dazu mache ich einen menschlichen Trockennasenaffenkörper. Einfach einen normalen Körper eines Erwachsenen, denn das ist auch ein Ordner. Jetzt gehen wir hier in das Internet. Wir sagen jetzt diese Internetseiten und die Unterseiten von den Internetseiten, das ist wie die ganzen Körper, die Teile, aus denen das Internet besteht. Da gibt es Milliarden und Abermilliarden von Möglichkeiten. Es gibt hier christliche Seiten, es gibt hebräische Seiten, es gibt jüdische Seiten, es gibt dieses ganze Zeug, es gibt wissenschaftliche Seiten, es gibt Schnickschnack-Seiten, es gibt Pornoseiten, sogar mit Kinderpornografie. Das sind die Einzelteile. Jetzt machen wir den Körper. Da gibt es zuerst einmal größere Ordner, das waren jetzt diese Abteilungen, es gibt hier innere Organe, es gibt Muskeln, es gibt Blutzellen, es gibt Blut, es gibt das Herz, es gibt den Darm, es gibt Darmzonen und es gibt die Scheiße im Darm. Was passiert, wenn du die Scheiße, die Darmzoden wegmachst, du sagst, ich will mit der Scheiße nichts mehr zu tun haben? Dann wird dein Körper zerstört. Die Heiligkeit des Internets zerstörst du, wenn du meinst, du müsstest irgendwelche Seiten verbiegen. Du musst dir das doch nicht anschauen, aber es ist ein Gegenteil, wo ich immer sage, auch jeder systemrelevante Parameter, mein Kabelsteckerbeispiel im Auto. Das sind so kindgerechte Beispiele, da diskutiere ich nicht mit Affen bei eigener Definition. Solange der Affe nur wirklich ein Mensch ist, den du dir ausdenkst, ist es wie eine KI in einem Ego-Shooter-Videospiel, die kannst du abmalen, da tust du keinen weh. Problematisch ist, wenn der Affe hinter dem Affen wirklich ein Hauch von Geist steckt. Der hat das Problem. Die reine KI kriegt es gar nicht mit. Das ist das, was dir klar sein muss. Die rote Liebe hat überhaupt nichts zu tun mit dieser einseitigen Vorstellung von Liebe, die ganzen Gutmenschen, diese Liebe deine Feinde. Wo sind die Christen? Warum stehen die nicht auf gegen diesen absoluten Wahnsinn? Ich lächle jetzt und sage, weil die auch damit einverstanden sind, dass angebliche Christen hier Waffenlieferungen machen, um Frieden zu schaffen. Und gar nicht merken, dass die dadurch versuchen, ein Feindbild zu bekämpfen. Aber magst du dasselbe nicht, wenn du jetzt meinst, das sind ja keine Christen? Dann definierst du ja auch schon wieder was als eine Unvollkommenheit, die du erkennst. Es geht um eine absolute Gleichgültigkeit. Schau einfach, ohne zu reagieren, das vorhergehende Selbstgespräch nochmal anhören. Einmal ist viel zu wenig. Ich mache eine kleine raumzeitliche Geschichte. Unser vorhergehendes Selbstgespräch, dieses Hieros hier,
das Heilige, das Ganze, diese rote Apokalypse über die eigene menschliche Dummheit, menschlich jetzt blau gelesen für dein Programm, diese Selbsterkenntnis, dass ich an allem schuld bin, ich nehme all die Schuld auf mich, müsste da bekannt vorkommen, hat ein J.C. Horn mal gesagt. Hat er nie in der Vergangenheit behauptet, ich sage das jetzt, was ich sage, jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Da war ja dieses Pixelmännchen Nadja, die denken wir uns jetzt nochmal aus. Jetzt mache ich eine raumzeitliche Geschichte. Die hört sich das an, sie war dabei beim Selbstgespräch, danach hört sie sich das Selbstgespräch nochmal an. Dann kommt sie zu dem Brösel, Udo, ich mache jetzt eine Märchengeschichte, war in der Vergangenheit nichts. Worte und du denkst dir jetzt eine entsprechende Vergangenheit aus, wir reden von dem, was ist. Und dann sagt sie, Udo, das ist der Wahnsinn, weil sie sich jetzt extrem mit Sprache beschäftigt, die sagt, das ist eine Wunderwelt in der Sprache, dass ich beim zweiten Mal hören Sachen mitbekommen habe, die habe ich während des Gesprächs gar nicht mitgekriegt. Sie sagt, ich war glitschnass geschwitzt nach dem Gespräch, das hat mich innerlich total aufgewühlt. Jetzt pass auf, dann setzen wir uns hin und dann höre ich mir mit ihr das sofort nochmal zum dritten Mal an. Und sie sagt, das ist der Wahnsinn, das wird man nicht mitkriegt, wenn man anfängt, sich die Zeit zu nehmen, nur mit einem Wort sich genauer zu beschäftigen. Mir fällt noch ein, da ist dann die, ich sage immer Medien und Persien. Das ist eine Welt aus Medien und Persien. Persi, hochinteressant, die Medien. Deine Informationsquelle sind die Medien. Eine Lügenwelt ohne Ende von Sodom und Gomorra. Gleichgültig, welche Seite? Nochmal, du musst aufhören, mit einer Seite zu sympathisieren, die dir logisch erscheint. Du musst eine feine Antenne kriegen, wenn irgendwie innerlich in dir was ist, wenn in dir was auftaucht und innerlich hat Beifall geklatscht. Da musst du eine feine, als Beobachter von dir selbst, eine feine Antenne kriegen, weil das ein klares Zeichen ist, dass du in einer vollkommen, unvollkommenen, einseitigen Bewertung hängst. Natürlich genauso musst du eine feine Antenne kriegen, wenn du aufschreckst und dann so einen Hals kriegst, wenn was ist, dann hängst du in der anderen Seite. Du musst immer die Balance in der Mitte halten. Und jetzt schauen wir uns einmal das Medien. Ich sage ganz, das ist das Schlüsselwerkzeug dafür. Wir springen ja ganz kurz nochmal rein und dann wirst du zuerst feststellen, wir machen zuerst Konsonant, beginnen wir mit den ersten zwei Konsonanten mit MD. Wir können nochmal da ganz kurz das Lateinische. Da haben wir hier, da haben wir den Mentior. Jetzt haben wir schon eine Lautwandlung. Schau, das ist Fabeln, Wahrheit, zündigen Lügen, sich selbst täuschen. Ment. Und jetzt machen wir hier mal. Wo wir da landen, das sind erst einmal die Meder, auch besser. Medien und Persien. Per se hast du auf Lateinisch durch dich. Durch dich entsteht irgendwie. ME, was ist eine Generation? ME, MHI heißt auf Hebräisch, wenn wir das jetzt eingeben, heißt was, wer, wie, wo. DR heißt eine geöffnete Berechnung, die per se durch dich entsteht, in dir. Letztendlich, schau mal, MEDIA, auseinandergeschmissen. Und wenn wir jetzt runter, das Mediale ist immer in der Mitte. Mit L. Mi, 2DD habe ich schon gesagt, da mache ich immer das Bi-Zeichen hin, dem Wort Gott kann man 400, 400 schreiben, das ist 800, das ist das P, das NP oder 99, dann kriegst du 18, das ist ich. Mi heißt wer, wie, was, wo. Als rhetorische Frage, das beantwortet sich von selbst. Wird hier genau in jedem Wörterbuch wird das angegeben. In rhetorischen Fragen. Analysier, wenn du die Selbstgesprächende kennst, was rhetorische Fragen sind. Das sind eigentlich keine Fragen, sondern in der Frage ist die Antwort. Stimmt oder stimmt? Ja. Mäh ist jetzt zuerst einmal zwei Möglichkeiten. Wir können das Ä als Hä schreiben. Dann heißt es auch was, warum, wieso, wo, was auch immer, welches, wo, wie, wann. Das ist das eigentliche Was. Wir können das Mäh aber auch jetzt hier, das Ä ist ja ein Ä gewesen. Dann ist es ein Chat. Mech, dann kriegst du dein Gehirn. Das entsteht im Gehirn. Aber ich will da nicht so weit gehen. Wir bleiben mal bei den Medien und Persien. Kleinen Moment. Jetzt kommst du Medianus. In der Mitte befindlich. Es wird noch viel interessanter. Jetzt kommt die Ver. Denk an das V, wo ich sage, wir balancieren jetzt das V aus. Kann verbinden oder verstreuen heißen. Mitteilung. Wir mitteln das aus. Du wirst jetzt ein Vermittler, ein Mittler. Jetzt kriegen wir Medica.
aus Medien eingeführter Klee, Coll, alles ist E Quadrat. Das ist diese Energie, das sind jetzt schön logische existierende Ecken. Klee, Coll, alles ist EE. Ich kann Hehe lesen, das ist zum Beispiel dieser Geist. Die Synthese besteht aus These und Antithese, das lassen wir weg. Was kriegst du dann? Dann kriegst du die Herznei. Dann wird das Medium, die Medikamente, die Heilung durch geistreiches Denken. 13, Totalwert, Rot, 13, Blau, gibt die 26, das ist JHWH. Und jetzt kommen wir hier zum Amen. Hier in meinen Badadudi-Mitteilungen heißt es immer am Ende Amen. Heil bist du bloß mit L, mit mir, mit Gott, in dem Zentrum. Das ist wie ich dich. Dazu brauchst du aber den Gesalbten, das Bewusstsein Gottes. Da mache ich noch ein N hin dran, das ist der Sohn. Das nennt sich im Griechischen Salben Christus. Das ist das griechische Wort für Salben. Eigentlich kommt es von Einreiben, von Einreiben. Ein heißt nicht existierend, Rei heißt Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes und das ist der Sohn. Und jetzt kommen wir hier zum Gift, habe ich gesagt. Das Medikament heilt, ist es ein Geschenk oder ist es was Negatives? Das Heilmittel, die Salbe. Das ist das Spiel. Und jetzt schauen wir mal das Med an. Bloß die ersten zwei Buchstaben, MD. Pass auf, was jetzt passiert. Im ersten Moment macht das nicht viel Sinn, aber ich muss dir erklären. Da ist zuerst einmal eine geöffnete Ecke. Das kann eine periphere Ecke sein oder die absolute Ecke ist auch im Zentrum von dem Tetraederspiegel. Die Frage, ob wir 1 durchrechnen oder 1 Quadrat. 1 Quadrat ist 1 und 1 durch ist die Wurzel 1, ist auch 1. Das ist eigentlich dann die 0. Das Ganze ist ein Gewand. GE Quadrat, der Geist, der E Quadrat ist, ist ein doppelt aufgespanntes, jetzt kriegen wir unser HBH, AND. Das Ganze kann ich jetzt Folgendes machen. Ich kann das lesen, das ist wie ein Leid. Coll, wissen wir, heißt alles. Das Ganze, die Gesamtheit. Akoll, ich esse alles. Gott isst alles. Vorsilbe imperfekt. Essen, fressen, verzehren. Da steckt die Wort Ehre schon mit drin. Okay, jetzt haben wir hier das Gleit. Das Gleit. Haben wir noch AID hin, da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können AID ja so schreiben, mit einem Aleph vorne. Jetzt kriegst du hier das Unglück. Wird dir im ersten Moment nicht viel sagen, du solltest wissen, das HBH in dem JHBH alleine. Das ist dasselbe Wort. Jetzt kann ich das aber rot lesen, eine aufgespannte Existenz, Entschuldigung, blau, eine aufgespannte Existenz, Gall ist eine Welle. Das ist ein Hin- und Herschweißen in CK. CK ist dasselbe Laut, das CSG, das ist wie dein Geist oder wie dein Gehirn. Interessant ist, beim Roten, dann wird es ein verbundenes Sein vom geistigen Licht. Das ist übrigens auch das hebräische Wort für Gegenwart. Ein Besitz, du besitzt Besitz. Schau mal, der Besitz. Die zwei sitzen in der Mitte in dem einen. Plus 5, minus 5 ist nämlich 0. Und das ist Gegen, doppelt aufgespannte Art. Gegen dir ist ein Wellenberg, wenn du nach oben schaust, und ein Wellendoll, wenn du nach unten schaust. Und das Ganze ist dann ein Verderben. Das heißt, Bistapel generierte polare Existenz. Das Ganze nennt sich dann auch Kapitalisieren. Immer dran denken, kaputt heißt Kopf auf Lateinisch. Und Kapital heißt ein todbringendes Verbrechen. Und ich wiederhole jetzt nochmal. Jeder, der glaubt, Kapital erhält in einem Leben, den werde ich jetzt gnadenlos wegrationalisieren, ob es ein Geistesfunke ist oder nicht. Die Erscheinung löst sich auf, das ist das Zerstören in Sodom und Gomorra deiner ausgedachten Menschheit. Der Geistesfunke bleibt ewig. Ich setze ihn bloß wieder an vorne im selben Buch. Du wirst es so lange täglich grüßen, dass wir mit dir wiederholen, bis du dich dafür interessierst, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und du lebst in Sodom und Gomorra, es geht nur um Kapital in einer verlogenen Welt, egal was es ist. Und ich kritisiere das nicht, ich habe das erschaffen, das ist wie ein Autor, der Mörder macht. Ich will dich unterhalten, ich will dich bespaßen. Diesbezüglich sollte dir klar sein, machen wir mal einen kleinen Sprung, pass auf. Dieses Update, um das geht's doch. Dieses Update.
Kiros, die Apokalypse deiner eigenen menschlichen Dummheit. Wie weit hat dich das interessiert? Wie weit bist du da ein bisschen reingegangen? Es ist ein Akt der Reife. Nochmal, das werfe ich dir nicht vor. Das muss dich nicht interessieren. Mir reicht vollkommen, wenn du dein Leben lebst, aber versuchst möglichst jeden Moment dir klarzumachen, was ist jetzt da. Da fahren wir jetzt nochmal ganz kurz runter. Jetzt muss ich auch einen kleinen Moment. Da haben wir es. Kein Traum währt ewig. E-Quadrat ist jetzt dieser verbundene göttliche Geist. Das ist die Ewigkeit. Das sind wir zwei sind ewig. Wir zwei sind die einzigen, die ewig sind. Niemals irgendetwas Existierendes. Das heißt, ich, UB, als der, der vorm Bücherregal steht und du, der zurzeit eine Rolle spielt. Es ist Zeit auf, zu, habe ich gerade erklärt, wachen. Startpunkt 111 ist der volle Wert von Aleph. Und jetzt schauen wir ganz kurz da mal nochmal rein. Ich hoffe, dass der uns nicht gespart wird. Können wir aber einen Trick machen. So, pass auf. Es geht hier schon los. Die Kleine hier, die heißt Nemo. Nemo heißt kein Mensch. Blau gelesen, kein Trockennasenaffe. Wenn du die Namen der Schauspieler anschaust, das ist jede Kleinigkeit, die hier auftaucht, wirst du feststellen, dass das lückenlos mit Holophilien kannst du wie jeden Physikernamen, Nomen ist Omen, komplett analysieren und dann kriegst du einen tiefen Charakter. In deinem Namen steckt deine komplette Lebensgeschichte drin, wenn du das entzippst wie ein Mandelbrotfraktal. Das musst du nicht können, es reicht, wenn du weißt, dass es so ist. Aber ich bin schon wieder viel zu weit rein. Das Geheimnis des Med wollte ich dir noch erklären. Also wir haben jetzt erst einmal das Kleid, den Eid, ich lasse jetzt da, das kann man mit 70 noch machen, die Kleidung, das ist das hebräische Wort für Maß, für Messen. Hochinteressant, unser Esse. Das Ganze heißt aber auch Uniform. Das Universum ist ein in eins gekehrtes, ein Kommen und Gehen, ein Kommen und Gehen. Jetzt kriegen wir eine Uni, das Uni kriegt eine Form, das ist Form nochmal ihr los, das was das Uni losmacht in sich selber, wird eine Form. Die Form L, das ist die Form Gottes. Holofeeling ist letztendlich arithmetisch gesehen, das ist die Formel, mit der deine ganze Traumwelt, diese hyperrealistische Traumwelt aufbaut. Und ich betone nochmal, für mich ist das nur Basic-Logik. Da gibt es noch viel, viel komplexere Strukturen. Das heißt, das Kleid, das du dir anlegst, das Leid, das du dir anlegst, ist deine Form. Du kannst dir aber auch Freude anlegen. Darum ist es ein Messgerät. Das Messen ist immer, dass du hier letztendlich mit jedem Gedanken, den du denkst, machst du eine Messung, ein Esse. Jetzt kann man natürlich das lateinische Esse anschauen, das heißt, das da mal sein. Die Grundradix esse sum. Fui futurus, sein, Dasein, existieren, dienen, zugereicht werden, zwecks vorhanden sein, sich befinden. G, E-Quadrat, den Geist in sich selbst, die Energie in sich selbst zum Hören zu bringen. Wert sein, gelten, herrschen. Und eine Frau beschlau. Interessant, ne? Das ist deine Eva, ist die Welt. Die beschläfst du in einem gewissen Maß. Das geht übrigens dann hier noch wesentlich tiefer. Das ist, wie viel machst du aus einem Wort? Das heißt, dass dieses Kleid ist das, was dich einhüllt, ist letztendlich die Form, die du selber annimmst. Und das passiert durch Messen. Das ist im Klassischen, ist es immer, heißt immer auch Messen. Das Maß bestimmen, die Qualität bestimmen, die Größe bestimmen. So, und jetzt denkst du an eine Erdkugel. Übrigens ERD, wissen wir, heißt erwecktes Wissen. KGL heißt wie eine Welle. E, für die, die es immer noch nicht begriffen haben, RD ist wach, wachend, aufgeweckt, erwachen, erweckt. Das ist er. Und DE, die geöffnete Augenblick, ist die Erkenntnis des Wissens. ERD, KGL. Das ist wie eine Haufe, eine Welle. Darum ist zum Beispiel die Welle alleine, das GL, wenn ich immer sage, das ist ein Teilchenwellenphänomen in der Physik.
Da ist eine W, eine doppelt aufgespanntes L, ein doppelt aufgespanntes Joch. L heißt auseinandergeschmissen. Das ist oben die Welle. Und das ist eine Haufe, das ist der Wellenberg, den du aufschmeißt und unten hast du das Tal. Das ist nur eine andere Darstellung. Wir verschieben letztendlich unsere Theorie, unsere These, unsere Sichtweise. Nenn das auch Perspektive. Jetzt sind wir wieder hier bei dem Aspekt in der Physik. Das ist das Spiel, das wir spielen. Und die Form nimmst du an. Was jetzt interessant ist, wenn du Offenbarungen liest, was du irgendwann einmal merken, auch wenn du jetzt ein toller Physiker bist oder wir können jetzt in die Chemie gehen, ich mache dasselbe mit Chemie mit den Zahlen, ich mache das in der Physik mit den ganzen physikalischen Formeln. Wir gehen nur in die Geometrie, wenn ich immer wieder sage, wieso ist euch voll fast nicht aufgefallen, dass die Einstein-Formel letztendlich nur die Kreisformel ist. K·r·s heißt übrigens wie ein Spiegelbewusstsein. In all den Sachen, ich spiele das dann durch, dann setze ich statt den Dingen, statt den Zahlenwerten, setze ich hebräische Zeichen, also Buchstaben ein und dann wirst du feststellen, dass die Ergebnisse immer aufgehen. Ist das alles Zufall? Meinst du wirklich, dass das aus einem Nichts entstanden ist? Meinst du, dass du, Geist, der du mich jetzt hörst, es nötig hast, in irgendeiner Form was zu tun, dass du ewig bist? Das kriegst du von mir geschenkt, das ewige Leben. Darum sind diese kleinen Sätze, müssten dich eigentlich, wenn du Geist bist, zutiefst schockieren. Wenn ich jetzt sage, du bist bloß ein Affe. Dieses Beispiel, immer wieder wiederhole ich, das geh doch einfach und sag im ersten Gesicht zu deinem Chef, zu Bekannten, zum Freund, richtig ernst, dass er in der Physiognomie merkt, dass du es ernst meinst. Du, ich habe heute Nacht nicht geschlafen, du bist ja bloß ein Affe. Mir ist bewusst worden, dass du ja bloß ein Affe bist. Und dann schaust du, wie die darauf reagieren. Das sind nur KIs. Die sind so programmiert, die können nicht anders. Der schöne Satz, open your eyes. Vanilla Sky, die Hochhausszene, auch die ganzen Filme sind alle von mir erschaffen. Ich bin der Autor von allen Romanen, nicht nur von deinem Leben. Wo der sagt hier, auf dem Hochhaus ist einer und dann ist ein Psychiater dabei, in einer absoluten Kurzform. Der will ihn wach machen. Taucht einer auf und sagt, du, pass auf, du träumst das jetzt alles bloß. Er sitzt da mit seinem Psychiater, sein Psychiater hört es auch, was der sagt. Immer die Perspektiven. Da sagt er, du wirst doch den Scheiß nicht glauben, was der dir erzählt, dass wir jetzt bloß in einem Traum sind. Was der Udo ja sagt. Das ist der, der dich zurückholen will. In deinem Traum hinabsteigt, zu dir als Information kommt, um dir zu sagen, jetzt wird es langsam Zeit, dass du wach wirst. Und jetzt ist natürlich wieder die Vertrauensperson, der Psychiater. Ja, es ist alles nur ein Traum in deinem Kopf. Jetzt natürlich in deinem Kopf, in welchem Kopf? In keinem, niemals in einem ausgedachten Kopf, da wird das drin sein, was du dir denkst. Das ist jetzt wieder die Sache, was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Zwangsläufig an einen Trockennasenaffen, der da liegt und in seinen Kopf Bilder anschaut. Das ist aber ausgedachte Sachen. Messgeräte wie Beobachter, wie Menschen, die du dir ausdenkst, sind im Prinzip dasselbe. Wie viel tausendmal sage ich, an was denkst du, wenn du an einen Computer denkst, an was denkst du, wenn du an einen Mensch denkst? Gehäuse, Körper, Computerchip, Gehirn, Software, Intellekt. Messgerät, Kamera, Augen, Ohren, Mikrofon. Das sind alles nur Vorstellungen. Erleben du das nur der Geist? Auf jeden Fall, der sagt jetzt, ich behaupte jetzt, du träumst es, es wird langsam Zeit, dass du aufwächst. Angenommen, du wärst jetzt zu zweit mit einem Kumpel, ihr schaut euch das an, das sagt, was erzählt ihr für einen Scheiß? Fass mich doch an, ich bin doch echt. Der andere lächelt, sagt, du wirst aber nicht glauben, dass das jetzt stimmt, dass das echt ist. Das ist genauso deine Information, die du jetzt träumst. Es wird Zeit, wach zu werden. Und du musst nichts tun. Ich lass dich wach werden, wenn du das, was du in diesem Moment in deinem Leben zu lernen hast. Und nochmal, in dem Leben hast du zuerst einmal zu lernen, zu wissen, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Und wenn du jetzt weißt, was du selbst bist, dann denkst du ja an etwas. Du sagst ja, ich bin ja ewiger Geist. Und meine Gedanken sind vergängliche Erscheinungen, die kommen in mir und gehen mit mir. Und jetzt kommt die eigentliche, die Synthese fällt. Du bist nicht dieser ausgedachte ewige Geist, sondern der, der sich einen ewigen Geist ausdenkt, der ständig seine eigenen Informationen anschaut. Weil auch der ewige Geist, den du dir ausdenkst und der Gott ist was Ausgedachtes. Du musst wissen, dass du ein absolutes Nichts bist. Das muss man zuerst einmal verkraften können. Ich weiß, wovon ich rede. Und da kannst du jetzt nochmal ein paar Mal drüber schlafen. Immer wieder, ich lasse dich immer wieder wach werden. Und dann
was passiert, wenn du wirklich wach wirst? Den Joker, den halte ich mir in den Händen. Ich kann dir nur eins sagen, du kannst nicht von unten nach oben sehen. Versuch's dir erst gar nicht vorzustellen, weil alles, was du dir zur Zeit vorstellen kannst, greift immer noch auf deine extrem fehlerhafte Intellekt, auf dein Wissen zurück. Da müsstest du zuerst einmal das ganze Wissen, das du um dich herum verstreust, wieder zurückholen in den Punkt. Und dieses Wissen hat diesen Punkt niemals verlassen. Es kann diesen Punkt nicht verlassen. Es spitzt sich alles in diesem Mittelpunkt ab. Und Batsch.